Ja, ich habe ihn schon kurz namentlich genannt. Dr. Andreas Fennhorst ist heute unser Referent und lässt gerne Fragen auch während des Vortrages zu, sodass wir nicht im Nachgang wieder von auf Folie 17 zurückblättern müssen und erstmal wieder uns reinfinden müssen in das aktuelle Thema dann, sondern es kann dann auch ganz aktuell eine Frage gestellt werden. Das Referat von Herrn Fennhorst wird in drei Blöcke unterteilt sein. Nach dem ersten Block streuen wir 5 Minuten Regenerationspause ein. Da kann jeder sich um den eigenen Bürostuhl oder Couchtisch drehen, um mal ein bisschen aktiv zu werden, nochmal sich ein bisschen zu bewegen, das Ganze vielleicht schon mal sacken zu lassen. Lernen und Bewegung passt ja immer ganz gut zusammen. Nach dem zweiten Block folgt eine, ja, glauben wir, in der Vorbereitung zumindest kurzweilige Talkrunde mit Dr. Fennhorst und Markus Waniek. Seines Zeichens ist er auch im Gesundheitsbereich tätig, aber Freizeitsportler. Und er ist ja leider vom Coronavirus befallen worden und wird aus seiner Erfahrung berichten, wie es während und nach der Krankheit oder nach der Erkrankung entsprechend ablief. Und nach diesem Talkblock folgt dann der dritte Block. Das sollen die kurzen einführenden Worte organisatorischer Art von meiner Seite gewesen sein. An der Stelle gebe ich dann für das offizielle Grußwort bzw. Begrüßung an meinen Kollegen Matthias Pöppel ab. Er ist Abteilungsleiter Bildung Sportpraxis und Breitensport. Matthias, bitte. Ja, vielen Dank, Dominik. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, mein Name ist Matthias Pöppel. Ich bin der Abteilungsleiter Bildung Sportpraxis Breitensport des Sportbunds Rheinland. Und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung, dem Special Gesundheitssport zum Thema Stärke dein Immunsystem mit Sport. Ich begrüße Sie aber nicht nur in meinem Namen und im Namen meiner Abteilung, sondern auch im Namen unseres Vizepräsidenten Bildung, Wolfgang Scheib, der heute Abend leider nicht persönlich dabei sein kann. Er hat mir aber gesagt, er wünscht uns allen einen erfolgreichen, aber auch erfahrungsreichen Abend. Es ist ja so, dass wir heute ein sehr aktuelles Thema haben. Es geht ja auch um das Thema Corona-Infektion, ein Thema, was sehr diskutiert ist zurzeit, auch was die Auswirkungen auf das Sportsystem angeht. Heute soll allerdings das Sportsystem, auch die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Vereine, nicht im Fokus stehen. Heute steht das Individuum im Fokus, also der Sportler und die Sportlerin. Da bitte ich Sie um eines. Wir wollen heute Abend nicht die Corona-Politik diskutieren, was das mit den Vereinen macht. Das ist zwar auch ein wichtiges Thema, allerdings nicht für heute Abend. Es würde heute Abend vom eigentlichen Thema ablenken, zu dem wir zwei Experten eingeladen haben. Einmal der Dominik Sondack hat ihn schon vorgestellt, den Mediziner, Sportwissenschaftler und Triathlet Andreas Fennhorst von der Universität des Saarlandes. Guten Abend, Andreas. Schön, dass du dabei bist und uns heute Abend dann deine Erkenntnisse und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema vorstellst. Aber auch guten Abend, Markus Waniek, den Diplom-Sportlehrer und Freizeitsportler, der uns heute aus seiner Erfahrung berichtet, was, glaube ich, nochmal auch eine ganz andere Sicht auf das Thema Corona wirft. Aber jetzt möchte ich Sie gar nicht mehr lange auf die Folter spannen. Ich wünsche uns allen einen spannenden und informativen Abend. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank für die sehr kurze Begrüßung. Lässt uns einfach mehr Zeit auch für das Thema. Herr Dr. Andreas Fennhorst ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sport und Präventivmedizin der Universität des Saarlandes. Er forscht unter anderem im Bereich der allgemeinen und leistungsphysiologischen Sportmedizin und an Determinanten und Regulation von Ermüdung im Ausdauersport. Als ehemaliger Profi-Triathlet ist das oder klingt das vielleicht logisch? Aber insgesamt ist er natürlich damit aus unserer Sicht auch ein absoluter Experte auf dem Gebiet, das wir heute zum Thema haben, nämlich das Immunsystem und wie wir das durch den Sport stärken können. In Wikipedia liest man, es sei unser biologisches Abwehrzentrum, aber vom Namen her ist es wahrscheinlich jedem bekannt. Allerdings wissen die wenigsten, welch großen Einfluss wir auf das Immunsystem haben können. Vor allem mit Sport. Diese Wissenslücke versuchen wir heute zumindest teilweise zu schließen, dass in dieser Zeit natürlich in Bezug zum Immunsystem auch Corona mitbehandelt werden muss, liegt irgendwie auf der Hand. Aber wie es genau jetzt im Referat von Andreas Fennhorst beinhaltet ist, das würde er uns jetzt selbst
zeigen und vorstellen. Andreas, du darfst deine Präsentation starten. Und bevor du dann loslegen darfst, würde ich, um den Einstieg zu erleichtern, gerne zwei kurze Fragen noch stellen. So, ich sehe zumindest schon mal deinen Vortrag mit der ersten Folie. Ton ist in zu hören. Deinen Ton höre ich auch, das ist auch sehr gut. Bei mir ist es ein bisschen leiser, aber ich kann mir mein Mikrofon... Von meiner Seite kann ich es auch noch deutlicher hören. Kein Problem. Also ich verstehe dich. Das funktioniert. Ja, Frage 1 vorneweg. Warum beschäftigst du dich gerne mit dem Immunsystem? Gibt es da irgendwie einen persönlichen Auslöser für, dass du das so einen Schwerpunkt hast bei dir in der Forschung? Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, als Triathlet liegt mir natürlich Ermüdung sehr nah, Ermüdung, Erschöpfung. Und das heißt vor allen Dingen, wie sich das komplex halt darstellt und nicht wie es häufig in der Medizin und Wissenschaft ist, indem wir sozusagen versuchen, eine einzelne Variable herauszufischen, die dann die einzelne Determinante des Verhaltens ist, sondern es geht mir oftmals darum, die komplexen Zusammenhänge zu erkennen und den Menschen als Ganzes zu sehen. Und in der Sportimmunologie ist das schon so ähnlich. Es ist ein extrem komplexes Feld, was wir halt immer nur noch, ich sag mal, rudimentär verstehen. Und wir tun uns einfach schwer, diese ganze Komplexität auch irgendwo mit praktischen Empfehlungen halt umzusetzen. Und das führt leider häufig zu Vereinfachungen. Und diese Vereinfachungen setzen sich oftmals als Goldstandard durch. Und ich hoffe, dass wir diesen Goldstandard einmal darstellen können heute und ihn dann auch einmal kritisch hinterfragen und dann vielleicht einen Ausblick geben können, dass Sport und Immunsystem schon etwas komplexer ist, als das wir auch in der Medizin und Wissenschaft so kennen. Und ich denke mal, wenn das die Take-Home-Message ist heute, dann haben wir, glaube ich, alle viel gewonnen. Ja, das heißt, dass viele andere psychosoziale Faktoren natürlich auch damit hineinspielen. Und ich hoffe, ich kann das heute einigermaßen rüberbringen. Und wie gesagt, dann werden wir sicherlich am Ende auch auf Corona ein bisschen spezifischer am Ende kommen können und müssen und auch sollen. Und vielleicht da auch nochmal einen Ausblick geben, was da momentan Stand der wissenschaftlichen Leistungen ist. Ja, vielen Dank. Dann hast du meine zweite Frage nämlich schon gleich beantwortet. Warum sich jeder Breitensportler damit beschäftigen soll und die Auswirkungen von Sport auf das Immunsystem besser kennen sollte. Also vielen Dank für diese direkte Mitbeantwortung. Super. Und damit dann gerne ist die Bühne deine und du darfst starten. Ja, dann möchte ich erstmal alle herzlich willkommen heißen. Wie gesagt, ich bin Mediziner, habe auch Sportwissenschaft gemacht. Und Sie sehen hier in meinem weiteren Abschluss dieses M-Dot, das Zeichen des Ironman Triathlons. Auch Sport habe ich für 5-6 Jahre professionell gemacht. Und interessanterweise habe ich da fast genauso viel, wenn nicht mehr gelernt als im Medizinstudium und im Bereich der Sportwissenschaft. Und ich hoffe, dass ich das heute einigermaßen so bündeln kann, dass das für alle ein interessantes Thema und eine interessante Vorlesung oder Präsentation wird. Falls der Mediziner in mir oder der Sportwissenschaftler in mir etwas durchgaloppieren sollte, bitte einfach Fragen in die Runde werfen, beziehungsweise das rote Tuch werfen und einfach sagen, bitte die Folie nochmal etwas anders zu erklären. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Man kommt halt nicht drum rum, erstmal mit ein paar Slides einfach mal generell etwas zum Immunsystem zu sagen und da vor allen Dingen, welche Organe halt zum Immunsystem gehören. Das sind natürlich die Körperoberflächen, das ist einmal die Haut außen und natürlich auch die Schleimhäute, was dann primär der Nasenrachen ist, die Lunge, der Magen-Darm-Trakt und auch im Bereich der Genitourinitoral-Organe. Innerlich gibt es natürlich auch Immunsysteme, das ist einmal das Knochenmark, da werden wir auch gleich zu kommen, wo es eigentlich der Bildungsort der B-Lymphozyten ist, wo sich der Terminus B-Lymphozyte daraus ableitet, dass es aus dem Bone Marrow kommt, also das englische Wort für Knochenmark und das andere ist aus dem Thymus. Thymus hier, das sehen Sie relativ weit oben, als Organ, wo halt von früher Kindheit an schon die T-Lymphozyten gebildet werden und die dann helfen, sozusagen den
Oberflächen des eigenen Körpers gegenüber den Fremdstoffen und Bakterien und so weiter zu differenzieren. Und natürlich die Line of First Defense oftmals, die Schleimhaut im Nasenrachenbereich und die Mandeln. Und dann natürlich gehört hier auch die Milz mit dazu. Die Milz ist vor allen Dingen, wenn der Thymus sozusagen im Erwachsenenalter immer weiter verfettet, übernimmt die Milz durchaus einige Funktionen. Und da werden wir aber hier heute im Detail nicht drauf eingehen können. Interessant natürlich auch oder ganz wichtig, die Lymphgefäße und die Lymphknoten, die natürlich sozusagen die erste Line of Defense sind oder die zweite, wenn es kommt, für bakterielle Infektionen. Generell werden wir uns aber heute primär mit viralen Infektionen beschäftigen. Spricht man von den zellulären Immunsystemen, dann spricht man hier primär von den Leukozyten, also den weißen Blutkörperchen. Und diese kann man ganz grob einteilen, einmal in eine unspezifische Abwehr oder eine angeborene Abwehr und einmal die spezifische Abwehr und die erworbene Abwehr. Zur unspezifischen Abwehr gehören hier diese Granulozyten. Die sind vor allen Dingen dann da, wenn es zu bakteriellen oder Fremdkörperstoffen kommt, zum Beispiel ein Holzsplitter sozusagen, die Haut penetriert. Und die Makrophagen, die leiten sich also von den Monozyten ab, welche sozusagen als Fresszellen bezeichnet werden. In der spezifischen Abwehr haben wir hier die erwähnten B-Lymphozyten, also die im Knochenmark reifen. Also wie gesagt, hier nochmal, das B kommt vom Bone Marrow, dem englischen Terminus für Knochenmark. Und diese sind vor allem primär für die Bildung der Antikörper zuständig. Und das läuft primär über die Plasmazellen. Das heißt, wenn diese aktiviert werden, bilden diese einen sehr großen Umfang Antikörper. Diese Antikörper können dann Viren und andere Fremdstoffe sozusagen oder bakterielle Oberflächen erkennen, nach dem Sinne, im Sinne eines Schlüssel-Schloss-Prinzips und diese dann binden. Neben den B-Lymphozyten, wie gesagt, haben wir auch T-Lymphozyten und diese reifen initial in der Thymusdrüse. Diese lassen sich einmal unterscheiden in T-Helferzellen. Das sind vor allen Dingen diejenigen, die dann Kontakt mit den Makrophagen aufnehmen. Und diese können zum Beispiel aufgefressene Teile oder Oberflächen zum Beispiel von viralen Zellen und von bakteriellen Zellen mit Rezeptoren erkennen. Und diese aktivieren dann B-Lymphozyten und T-Lymphozyten. Und hier rechts unten sehen wir einmal diese T-Killerzelle. Das heißt, wenn diese einmal erkannt werden, dann können diese infizierte Zellen sozusagen zerstören. Wenn wir einmal weitergehen, leider ist es so, dass das ganze Thema noch ein bisschen komplexer ist als das. Das heißt, die unspezifische und die spezifische Antwort oder hier oben zeitlich auch aufgeleitet, die angeborene Immunantwort und die erworbene Immunantwort. Dann gibt es auch noch dazwischen Zellen, die fallen so ein bisschen zwischen diese beiden Einteilungen. Das sind einmal die natürlichen Killerzellen, die gehören eigentlich primär auch zu den zur spezifischen Abwehr, haben aber auch Funktionen wie die unspezifische Abwehr. Und dann gibt es einmal hier diese dendritischen Zellen, hier gelb dargestellt. Das sind vor allen Dingen diejenigen, die Antikörper oder Antigene präsentieren, die dann natürlich in der Impfung eine sehr, sehr große und entscheidende Rolle spielen zur Bildung des Immunsystems. Man kann es auch noch das Immunsystem nicht nur in unspezifische und spezifische Antworten unterteilen, sondern auch in zelluläre und humorale. Das heißt, wir haben bis jetzt von den zellulären Bestandteilen des Immunsystems gesprochen. Es gibt aber auch noch weitere Stoffe, wie zum Beispiel Zytokine. Das sind sozusagen Lockstoffe, die in der Kommunikation zwischen den Zellen sehr gut helfen und halt die erwähnten Antikörper, die halt zur Bindung von Fremdstoffen und zur Markierung von Fremdstoffen dienen. Da wollte er jetzt nicht, da haben wir es wieder. Gut, machen wir das am besten mal anhand eines Beispiels, die Funktionen. Das heißt, Viren, die in den Körper eintreten, können von diesen Makrophagen und diesen Fresszellen verdaut werden. Und wenn diese Fresszellen das machen, dann zerstückeln die sozusagen und können einzelne Teile, also Antigene, auf ihrer Zelloberfläche präsentieren.
Diese Fresszellen können auch über diese Signalstoffe, sozusagen T-Helferzellen, anlocken, welche dann vor allen Dingen einmal sich die Sache dieser Fremdstoffe oder diese Antigene merken können. Und zum anderen können sie auch andere Zellen, zum Beispiel jetzt in diesem Sinne die T-Killer-Zellen, also die wirklich dann für die Aktion verantwortlich sind, aktivieren. Und die können diese Information übermitteln und sagen, bitte für den Pass, für das passende Antigen oder wenn du ein Antigen passend auf dieser Körperzelle findest, kannst du diese zerstören. Und entsprechend, wenn der Virus eine Körperzelle infiziert, wird diese infizierte Körper oder präsentiert diese infizierte Körperzelle genau dieses Antigen auf der Oberfläche. Und dadurch wird es für die T-Killer-Zelle detektierbar und dementsprechend kann dann die T-Killer-Zelle diese infizierte Zelle zerstören. Es gibt auch noch die andere Option, dass man halt B-Zellen aktiviert, also die antikörperproduzierenden Zellen. Und hier ist es so, dass diese dann entsprechend der Antigene auf der Oberfläche extrem viele Antikörper produzieren kann. Es kann sich diese auch merken, sodass es, wenn es beim nächsten Mal nochmal zu einem Eintritt kommt, diese auch relativ schnell ohne die Hilfe von Fresszellen sozusagen detektieren kann. Und diese Antikörperproduktion führt dann dazu, dass die Antikörper diese Antigene, also jetzt die Virenoberflächen sozusagen zusammensammelt und bündeln kann, wodurch dann die Fresszelle genau diesen Komplex wieder verdauen kann. Und Sie sehen, dass hierdurch durchaus ein, auch wenn wir das, ich sag mal, thematisch, dass die spezifische und die unspezifische Abwehr so separat eingeteilt sein haben, dass sie doch sehr in einem Zyklus miteinander verbunden sind. Ich weiß, das ist immer relativ einmal schnell kurz durchgefasst, deswegen würde ich hier schon einmal vielleicht Raum lassen für ein paar Fragen, wenn sich welche ergeben haben. Ich sehe im Chat zumindest noch keine, Andreas. Das sieht zumindest so erstmal im Überblick ganz verständlich aus. Gut, vielen Dank. Das ist schon mal gut. Dann haben wir die Basis schon mal hinter uns, sodass, ich sage mal, das dröge theoretische Basiswissen, und dann können wir uns dann vielleicht jetzt mit dem eigentlichen Thema sozusagen anfangen. Und da fange ich meistens meine Präsentation mit diesem Slide an. Und zwar hier links sehen die Professor Nox aus Kapstadt. Das ist der Professor oder mein Professor aus der Sportwissenschaft, als ich dort am Sportwissenschaftlichen Institut war. Er ist sicherlich einer der renommiertesten Sportwissenschaftler in unserem Gebiet. Und er hat immer seine Präsentation mit einem Zitat begonnen, was sich grob übersetzt: Die Hälfte von dem, was Sie als Medizinstudenten lernen, wird sich in 10 Jahren als falsch erwiesen haben. Und das Problem ist, keiner Ihrer Lehrer weiß, welche Hälfte falsch ist. Und er hat immer darauf abgezielt, dass alle Zuhörenden sozusagen sich nicht wirklich die Slides merken sollten und die Informationen daraus, sondern wirklich bitte einmal den Denkhelm aufsetzen und wirklich alle Informationen, die man in der Wissenschaft, auch in wissenschaftlichen Publikationen sieht, sollte man immer hinterfragen und auch mit dem eigenen Blickwinkel der Welt sozusagen in Einklang bringen. Und wenn sich das zum Beispiel bei denjenigen, die jetzt als Trainer viel unterwegs sind und die sehr große Erfahrung haben, das nicht übereinstimmt, dann sollte man durchaus auch wissenschaftliche Erkenntnisse immer mal wieder hinterfragen. Und interessanterweise ist es so, dass sich nach einer gewissen Zeit doch oftmals neue Erkenntnisse ergeben. Und hat sich auch im Bereich der Sportimmunologie genauso entwickelt. Hier ist ein Artikel von 1984. Das war ein Expertenstatement kurz nach den Olympischen Spielen oder im Umfeld der Olympischen Spiele in Los Angeles. Und dort gab es ein Konsensusstatement, dass es noch bis jetzt noch kein klares Experiment gab oder klinische Beweise dafür, dass körperliche Betätigung die Häufigkeit oder Schwere menschlicher Infektionen verändert. Weitere Studien sind dadurch natürlich erforderlich, bevor der Schluss gezogen werden kann, dass körperliche Betätigung die Reaktion des Wirts auf eine Infektion auf klinisch sinnvolle Weise beeinflusst. Und dieses Statement war durchaus ein Startsignal. Und wenn Sie sich einmal die Publikation anschauen,
genau in diesem Bereich ging dann wirklich die Anzahl und das wissenschaftliche Interesse auch im Bereich der Sportimmunologie deutlich nach oben. Knapp 90% aller Publikationen, die wir zur Sportimmunologie haben, sind nach 1990 erfolgt und mit zunehmender Zahl. Es ist natürlich auch so, dass ich Ihnen einleitend ein paar Informationen, Grundlageninformationen zu den Zellen und so weiter gegeben habe, auch zu Lockstoffen und so weiter, wie diese Zellen miteinander kombinieren. Aber das ist natürlich ein Feld der Medizin, was extrem, extrem komplex geworden ist und mit den besseren technischen Methoden immer weiter an Komplexität zunimmt, sodass es wirklich hier in den nächsten Jahren immer wieder neue Erkenntnisse geben wird. Und deswegen sollte man durchaus mit seiner Meinung zu Sport und Immunsystem relativ flexibel sein und vor allen Dingen offen für weitere Erkenntnisse sein. Wenn man sich Sport und Immunsystem die Literatur einmal anschaut, dann gibt es natürlich zwei Linien von wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, die einen, die sich natürlich darum kümmern, dass körperliche Aktivität natürlich einen guten Einfluss auf das Immunsystem hat. Und es ist relativ weit akzeptiert und es gibt auch keinen großen Zweifel daran, dass sportliche Aktivität einfach die absolute Wunderpille ist, die, wenn es diese pharmazeutisch hergestellt werden würde, sicherlich Nobelpreise ohne Ende einheimsen würde. Es ist natürlich auch so, dass sportliche Aktivität deutlich gezeigt hat, dass es einmal Infektionen, zum Beispiel wie die Influenza reduzieren kann, Lungenentzündungen, aber auch weitergehend andere Volkskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Es geht sogar ein bisschen in den Bereich, dass es ein sehr, sehr heißes Thema ist, jetzt im Bereich der Krebstherapie, der Krebsprävention. Und dementsprechend sind sich alle Experten da einig, dass Sport sicherlich gut für das Immunsystem ist. Und ich kann Ihnen mal hier einfach mal so beispielhaft mal eine Studie zeigen von Niemann, wo knapp über 1000 Leute eine Intervention, also 12-wöchiges Training durchgeführt haben. Und dort sieht man einfach, dass diejenigen, die am meisten trainiert haben, beziehungsweise die, die sich am meisten fit gefühlt haben, hier deutlich weniger Krankheitssymptome gezeigt hatten in diesem Verlauf der 12 Wochen des Trainings. So, das ist immer der absolute Schocker. Das heißt, da alle Leiter einer Präsentation und einer Vorlesung werden dann immer ganz nervös. Ich möchte hier gar nicht im Detail sozusagen jetzt auf diese einzelnen Studien eingehen und brauchen Sie sich auch im Detail nicht merken oder durchlesen. Sie können aber einmal hier links sehen, zum Beispiel, es gibt Studien, also klinisch kontrollierte Studien, und es gibt epidemiologische Studien, und es gibt zahlreiche davon und die kommen alle zu dem gleichen Ergebnis. Das heißt, dass Sport für das Immunsystem sehr gut ist, beziehungsweise Sport zu einer geringeren Inzidenz von Krankheiten führt. Soweit so gut. Das Problem ist, wir als Mediziner haben oftmals nicht so viel Interesse daran, präventiv tätig zu werden, sondern Wissenschaftler und Mediziner freuen sich oder sind meistens interessiert, wenn es um Erkrankungen geht. Dementsprechend konzentrieren sie sich oftmals auf die negativen Effekte. Und das ist auch so in der Sportimmunologie genauso passiert. Das heißt, der Fokus, obwohl wir eigentlich daran interessiert sein sollten, immer mehr Leute dazu bekommen, aktiv zu werden und dies auch zu fördern und auch wissenschaftlich sozusagen immer wieder nachzuweisen, ist es so, dass wir diesen Teil etwas schleifen lassen und haben uns dann sehr darauf konzentriert, was passiert denn mit Hochleistungssportlern und was könnte eventuell sein, wenn diese Sportler krank werden und wie könnte das zusammenhängen. Und das ist genau die Linie, die sich primär entwickelt hat und wo ein sehr, sehr großes Interesse im Bereich der Sportwissenschaft und der Sportmedizin besteht. Das heißt, wann werden Sportler oder unter welchen Umständen werden Sportler krank? Und eine der initialen oder die zwei meist zitierten Studien sind einmal die von Peters und Bateman. Das ist auch in Kapstadt gewesen, ein Ultramarathon. Das ist vielleicht einer der schönsten Marathonläufe, die man machen kann. Sehr, sehr anspruchsvoll und ich sehe einmal hier links auf dem Graphen, dass die
Anzahl von Teilnehmern hier eingeteilt worden sind nach ihrer Endzeit. Das heißt hier, das ist ein Ultramarathon, also von 56 Kilometern, dementsprechend etwas längere Zeiten, als man das vom Marathon jetzt gewohnt wäre. Und dann das Auftreten von Symptomen oder das Fehlen von Symptomen nach dem Rennen. Und da sieht man, dass es so anscheinend so ein bisschen scheint sich durchzusetzen, dass es eine größere Prozentzahl von denjenigen Läufern gibt, die etwas schneller waren, dass die mehr Symptome zeigen als die etwas langsameren. Was sich auch gezeigt hat in dieser Studie, dass ungefähr 33% insgesamt Symptome gezeigt hatten von denjenigen, die gelaufen sind, während Läufer, die sich auf diesen Marathon vorbereitet haben, diesen dann aber nicht gelaufen sind, aus welchen Gründen auch immer, nur zur Hälfte, also zu knapp 16% erkrankt sind. Die zweite Studie ist die von Niemann hier, die ist durchgeführt worden im Bereich des Los Angeles Marathons mit sehr, sehr hohen Fallzahlen und wird deswegen immer sehr, sehr häufig zitiert. Und ich bitte, dass die Qualität des Bildes zu entschuldigen. 1990 gab es noch keine guten Online-Journale und gute PDFs. Das heißt, ich versuche es noch mal ein bisschen hier zu erklären. Wir sehen hier unten dargestellt sozusagen die Kilometerzahl in der Woche im Bereich der Vorbereitung. Und das ist immer der Vergleich von etwas geringer, also knapp 30 zu 40, 40 zu 50, 50 zu 60 und so weiter. Und hier ganz rechts sehen Sie den Vergleich einmal von weniger als 30 Kilometern Wochen zu knapp 100 Kilometer der Woche. Und dann sieht man, dass es dort die Wahrscheinlichkeit zu erkranken deutlich höher war als bei denjenigen, die etwas geringer gelaufen, weniger pro Woche in der Vorbereitung gelaufen. Wenn man sich dann auch noch statistisch einmal anschaut, zum Beispiel Teilnehmer gegen Nicht-Teilnehmer, also so ähnlich wie in der Studie von Peters und Bateman in Südafrika, dass diejenigen, die gelaufen sind, ein 6-mal größeres Risiko hatten, eine Erkrankung zu erleiden, also sind selbstbestimmte Symptome, gegenüber denjenigen Läufern, die sich vorbereitet haben, aber nicht teilgenommen haben. Interessant ist hierbei, dass zum Beispiel auch Kranke, also wenn jemand sich vorbereitet hat und hatte jemand, der krank im Haushalt war, auch ein 3-fach höheres Risiko hat. Also das Laufen an sich scheint hier nicht so oder scheint nicht der einzige Determinante zu sein, sondern zum Beispiel auch Infektionen im Umfeld und so weiter können durchaus einen signifikanten Teil dieser Erkrankungen erklären. Eine zweite Linie bezieht sich nicht nur auf Erkrankungen, das heißt, wie viele Leute klagen über Atemwegserkrankungen oder Symptome nach einem Marathonlauf oder generell nach hohem Training, sondern eine zweite Linie hat auch viele körperliche Parameter bestimmt. Zum einen interessant wurde immer das Immunglobulin A. Dieses findet sich im Speichel. Und da gibt es eine Studie von 1982, die extrem häufig zitiert wird und die dazu geführt hat, dass genau dieses Immunglobulin A, also die Gesamtkonzentration im Speichel, die Gesamtkonzentration im Speichel zu einem der wichtigsten messbaren Faktoren wurde im Bereich Sport und Immunsystem. Und hier hat sich gezeigt, dass damals die nicht sportlich Tätigen einen deutlich höheren Immunglobulin A-Wert hatten als Skilangläufer. Und dass Skilangläufer nach einem Wettkampf nochmal eine weitere Absenkung gefunden haben. Wichtig bei hier ist, dass es um diese 20% Absenkung sich hier um absolute Werte handelt. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass natürlich als Skilangläufer, wenn man sich im kalten Klima bewegt, sehr hohe Ventilationsraten hat, natürlich schon auch die Gesamtspeichermenge deutlich abnimmt. Das heißt, es ist damit überhaupt nicht gesagt, dass es zu einer Einschränkung des Immunglobulin A, der Sekretion oder der Konzentration kommt, sondern dies könnte lediglich ein Effekt eines trockenen Atemluft sein. Interessant, wie gesagt, auch hier, dass die Skilangläufer einen deutlich geringeren Wert hatten als die Kontrollgruppe, also Nichtsportler. Und dementsprechend stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit das jetzt wirklich auf Training zurückzuführen ist
oder eventuell auf andere Faktoren. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Immunglobulin A extrem variabel ist und dementsprechend sehr schwer zu reproduzieren ist. Also insgesamt hat dies dazu geführt, dass wenn man gesundheitssportliche Interventionen, also regelmäßiges Spazierengehen oder ganz gering intensive sportliche Betätigung durchgeführt hat, dass dies meist zu positiven Veränderungen geführt hat in physiologischen Parametern. Das ist im Bereich des Immunglobulins A, also im Bereich des Speichels so, im Bereich der T-Zell-Funktion, also die T-Zellen. Hier haben wir diese Aktivität der natürlichen Killerzellen. Wir haben auch die Makrophagenfunktion, also Teile des erworbenen Immunsystems und Teile des angeborenen Immunsystems, alle relativ positiv auf diese leichte sportliche Aktivität reagieren, während es bei Marathonwettkämpfen zum Beispiel zu deutlich erhöhteren Stressreaktionen kommt, also Zytokine, inflammatorische Parameter, aber auch Stresshormone. Und dass es dort dann oftmals zu temporären Verringerungen der Immunantwort gekommen ist. So, irgendwie will er nicht. So, nochmals so eine schockierende Tabelle, aber auch hier, wie gesagt, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es zig Untersuchungen gibt, alle in extremen Konditionen, das heißt Ultramarathonläufe, Eliteschwimmer und so weiter. Und dass sich dort häufig gezeigt hat, dass die Anzahl von berichteten Krankheitssymptomen durchaus zugenommen hat. Wenn man jetzt hier in der Sportmedizin arbeitet, sollte man sich trotzdem im Hinterkopf einmal behalten, dass natürlich Sportler schon sensibilisiert sind. Die haben natürlich A, ein sehr gutes Körpergefühl, die haben aber sehr, sehr hohe Trainingsumfänge. Und dementsprechend ist es so, dass wenn die auch nur das leichte Symptome verspüren, natürlich auch frühzeitig zum Arzt gehen. Das ist natürlich bei jemandem, der nur einmal oder zweimal in der Woche trainiert, oftmals nicht der Fall. Dementsprechend ist es gar nicht mal so überraschend, dass die subjektive, also das Aufzählen von Symptomen vermehrt auftritt bei Sportlern. Das impliziert aber noch nicht, dass wirklich eine entsprechende Krankheit darunter liegt, beziehungsweise dass es sich hier um eine virale Infektion handelt, die durch ein geschwächtes Immunsystem verursacht worden ist. Sondern es kann auch durchaus sein, dass es einfach Symptome sind, die allein schon aufgrund der hohen Ventilationsraten, kalte Luft, bei Schwimmern, der Chlorgehalt über der Wasseroberfläche und so weiter unspezifisch zu Reizungen führen. Dennoch, was sich durchgesetzt hat und was auch propagiert ist, gelehrt wird, der absolute Stand der Dinge ist, diese J-förmige Zusammenhang, diese J-shaped Curve, die einmal aufzeigt, hier den rechts auf der Achse, einmal das Risiko von Atemwegsinfekten, von gering nach moderat bis hoch und einmal links die Aktivität, also sedentary, das heißt unsportlich beziehungsweise keine sportliche Aktivität, moderate Aktivität und hohe Anforderungen. Und dementsprechend sagt man, dass Nichtsportler ein mittleres Risiko haben, dass moderate Aktivität dieses mittlere Risiko für Atemwegsinfekte reduziert und dass Hochleistungssportler in dem Sinne sehr hohes Risiko haben. Und dies hat sich mittlerweile so durchgesetzt und ist sozusagen allgemein akzeptiert. Vor allen Dingen auch, Sie sehen hier unten die Referenz, auch immer noch in 2020 und in einem Lehrbuch für Sportmedizin. Gleich Autor hat dann auch nochmal zusammengefasst, auch hier möchte ich nicht im Detail darauf eingehen, dass anstrengende, intensive körperliche Aktivität, also schon im Bereich 75% VO2 Max, es ist schon Tempotraining zumindest oder darüber hinaus und lange Einheiten, also über anderthalb Stunden, natürlich verschiedene physiologische Reaktionen hervorruft. Das ist einmal bei intensiven Berührungen hohes Laktat und reduzierter pH-Wert, aber auch eine Erhöhung von Stresshormonen wie Cortisol und Epinephrin oder Adrenalin in Deutschland. Und dies führt
laut diesem Autoren zu reduzierten Lymphozytenzahlen im Blut, zu Veränderungen von Helferzellen und Killerzellen, also von aktiv an der Bekämpfung teilnehmenden und kommunizierenden T-Zellen und aber auch zur Reduktion von Zytokinproduktion und von Immunoglobulin A. Das heißt, insgesamt soll hochintensiver Sport oder lang andauernder Sport zu Einschränkungen der Anzahl und Funktion des spezifischen Immunsystems im Blut führen. Hierbei ist natürlich wichtig zu wissen, dass natürlich die eigentliche immunologische Abwehr nicht primär im Blut stattfindet, sondern da, wo die Viren und die Bakterien eindringen. Das heißt, das ist genau an diesen Oberflächen, an der Haut und an den Schleimhäuten. Das heißt, hierzu ist es wichtig, dass diese Immunzellen sozusagen die Blutgefäße verlassen können und ins Gewebe eintreten, um genau dort dann die Eindringlinge sozusagen zu bekämpfen. Dementsprechend ist halt die Frage, ob eine Reduktion im Blut einfach per se negativ ist. Das heißt, sind diese Immunzellen weg oder sind die einfach nur woanders? Vielleicht genau da, wo sie hingehören. Ein sehr ähnlicher Graph unter den genau gleichen Bedingungen, also hohe Intensität, lange Ausdauerleistungen, führen nicht nur zu Einschränkungen des spezifischen Immunsystems, sondern sollen auch zu Einschränkungen des unspezifischen Immunsystems führen. Hierzu gehören diese Granulozyten, aber auch diese natürlichen Killerzellen und die Makrophagen, also diese Fresszellen. Das heißt, die Aktivität, was die dazu brauchen, um wirklich Viren und Bakterien und so weiter aufzufressen, zu verdauen und sozusagen dann entsprechend abzubauen, sollen reduziert sein, genau durch die gleichen Faktoren. Also auch hier hohes Laktat, hohe Werte von Stresshormon, Cortisol und Adrenalin. Diese letzten beiden Slides suggerieren also, dass wenn wir uns körperlich betätigen, dann kommt es durch das Adrenalin, also durch die sportliche Aktivierung, zu einer Erhöhung des Adrenalins und dementsprechend auch zu einer Aktivierung von allen Zellen während des Sports. Und danach kommt es bei moderater Aktivität, also hier die durchgezogene Linie, zu einem Abfall nach Pause und dann wieder auf den Vorwert zurück. Unter marathonähnlicher Belastung, also sehr hohen Belastungen, geht man davon aus, dass die Stimulierung extrem groß ist, diese besonders hoch ist während der Belastung und danach relativ schnell abfällt, und zwar weit unter dem Wert, der vorher im Ruheblut sozusagen messbar war. Und dass es dann durchaus längere Stunden, teilweise auch anderthalb Tage bis zu 72 Stunden, sagt man, zu reduzierten Werten kommen kann von den Immunzellen im Blut. Und das ist dann bekannt als Open Window. Das heißt, vor allen Dingen in der Kombination von geringerer Lymphozyten- und Granulozyten- und Makrophagenzahl im Blut zusammen mit einem reduzierten Immunglobulin A an den Schleimhäuten geht man davon aus, dass es sozusagen eine Art Double Jeopardy ist und das Risiko dann kurz nach hohen Belastungen extrem hoch ist und der Körper so sehr, sehr empfänglich ist für Infektionen. Dann würde ich hier noch mal kurz ein paar Fragen erlauben. Schauen wir gerade rein, aber ich sehe erstmal keine. Aber eine Frage von meiner Seite könnte ich dann vielleicht ganz kurz einschieben. Bis zum Schluss. Ich komme ja auch aus dem Ausdauersport und wenn ich meinen Athleten oder meinen Teilnehmern in den Gruppen immer wieder sage, Marathontraining ja oder nein, Marathonlaufen ja oder nein, dann komprimiere ich das immer darauf, das Marathontraining ist gesund, aber der Marathonlauf ist ungesund. Genau. Das ist so richtig zusammengefasst und aus deinem Vortrag auch rausgekommen, oder? Genau, also man sagt immer, das Beste, was man machen kann, ist für einen Marathon zu trainieren und ihn dann nicht zu laufen. Das ist natürlich immer die Frage, wie man sich so auf einen Marathon vorbereitet. Das heißt, wichtig ist einfach zu erkennen, dass einfach der Marathonlauf an sich natürlich mit viel, viel mehr anderen weiteren Faktoren zusammenhängt. Das heißt, es scheint ja wohl zu sein, dass wenn wir uns sehr ähnliche Umfänge mit ähnlichen Umfängen vorbereiten, teilweise chronischer auch, das heißt, wir tapern ja zum Beispiel vor einem Marathon,
Das heißt, im Training, in der Peakphase, können wir durchaus höheren Stress eigentlich induzieren, als wir das im Marathon hätten. Das ist hier dann aber natürlich unter den normalen Voraussetzungen im Training zusammen stattfindet. Wäre natürlich so ein Wettkampf, sehr, sehr großen Stress, psychisch auch zusammenhängen, sehr hohen Leistungsdruck. Ich muss eventuell irgendwo hinfahren. Ich muss in einem Hotel übernachten. Die Nacht ist vielleicht nicht die beste und so weiter. Das heißt, mir wichtig wäre mir bei diesem Slogan oder bei dieser sehr, sehr kurzen Zusammenfassung, dass man genau diese Faktoren mit in Betracht zieht und nicht nur sagt, der Marathon an sich sozusagen ist so viel intensiver als das Marathontraining, sodass wir das nicht nur auf die körperliche Aktivität reduzieren, sondern auf die Gesamtfaktoren, die sozusagen bei einem Rennen zusammenkommen. Das runterzubrechen oder irgendwo eine Grenze zu finden, ab welcher Strecke im Ausdauersport das zu so Effekten kommt, also schon ab 10 Kilometer oder erst ab einem Halbmarathon? Also ich glaube, dass die Effekte, so wie sie beschrieben sind, diese sollen primär im ab Marathonlänge so stattfinden. Im Halbmarathon und so weiter grenzwertig, im 10 Kilometer wird man genau dieses Open-Window-Phänomen, so wie es bis dato beschrieben worden ist, erstmal nicht finden. Aber zumindest nicht in dieser Länge. Man findet natürlich auch Absenkungen kurz nach dem Sport, auch bei sehr hohen, kurzen Belastungen. Die kehren aber auch sehr, sehr schnell wieder auf den Normalwert zurück. Aber diese verlängerte Phase und so von der Immunsuppression, so wie sie suggeriert wird, findet primär bei diesen extremen Belastungen statt. Jetzt sind im Chat noch zwei, drei Fragen aufgetaucht von Nathalie Wunder. Die lese ich mal kurz vor. Übt sich das Open Window dann aus, wenn man mehrere Tage hintereinander Sport macht, weil ja die Regeneration bis zu 72 Stunden dauert, so wie gerade beschrieben. Ist das Immunsystem dann dauerhaft beeinträchtigt oder wird es schlechter? Da hat jemand den Denkhelm auf? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da kommen wir gleich drauf. Was natürlich wichtig ist natürlich jetzt genau, was ist akut, was ist chronisch? Und vor allen Dingen, es macht keinen Sinn. Und die Frage zu stellen ist absolut gerechtfertigt. Und das heißt, jemand, der regelmäßig 140 Kilometer die Woche läuft, der müsste permanent krank sein. Und da kommen wir jetzt gleich drauf. Okay, zweite Frage zum Open Window noch. Alexander Grün schreibt hier, dass es früher der Grund war, dass das direkte Duschen nach dem Training genannt wurde. So Open Window, so verstehe ich das zumindest. Das Open Window wurde uns früher immer Grund für das direkte Duschen nach dem Training genannt. Aber ist das dann zu kurz betrachtet? Alexander, vielleicht, weil ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob ich das richtig weitergebe, möchtest du dich kurz zuschalten, dann kannst du es vielleicht mit zwei eigenen Sätzen erklären, wenn das möglich ist. Ja, gerne. Ja, Mann, sehr gut. Hört sie? Perfekt. Ja, man hat früher mal gehört, auch bei moderatem Training, wie es im Vereinssport üblich ist, soll man halt direkt danach möglichst duschen gehen, um eben die Keimbelastung möglichst gering zu halten, um eben dieses Open Window ein bisschen abzufedern. Aber wenn das, wie eben betrachtet, bis zu 72 Stunden anhalten kann, ist ja allein dieses Duschen nach dem Sport eigentlich zu kurz betrachtet als Maßnahme, als alleinige Maßnahme. Als alleinige Maßnahme auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe auch einen Slide noch dazu, da kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf. Ich glaube, das zielt ein bisschen was auf was anderes ab. Aber generell ist es natürlich so, dass man natürlich immer probiert hat, warm zu bleiben und so weiter. Ich denke mal, das war auch eine der Hauptempfehlungen, nicht lange draußen mit verschützten T-Shirt sozusagen in der Kälte zu stehen, sondern möglichst schnell sozusagen duschen, warm anziehen und sozusagen um dieses Fenster halt gut oder um dich durch diese Zeit gut durchzukommen. Ja, da kommen wir aber gleich auch nochmal kurz drauf. Okay, und eine dritte Frage hat mich noch erreicht. An alle nochmal der Hinweis, gerne auch im Chat an alle schreiben, dann können alle mitlesen oder auch die Chatfunktion an mich in der Direktnachricht nutzen, dann lese ich es auch. Und da fragt, jetzt muss ich mal genau gucken, wer es war, Michael Cicic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Andreas, du hast eben diese wunderbare Grafik gezeigt mit dieser V-Kurve. Ich habe dieses Bild auch genutzt, um im Insta-Post bei uns
einen Satz dazu zu schreiben, dass moderates Training ja eigentlich das Beste ist. Michael fragt jetzt hier, was ist denn moderates Training? Kannst du da ein Beispiel zu geben? Wo ist kein Training und wo ist Leistungssport und was ist moderates Training? Frage, das ist auch in der Wissenschaft genau eines der Probleme, die wir haben. Wir wissen gar nicht genau, was die Kollegen meinen mit strenuous und moderate und heavy. Und jeder macht so seine eigenen Prozentzahlen von irgendetwas, Prozentzahl von VO2 Max, Prozentzahl von Heartrate Max und so weiter. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, aber moderat fällt halt in diesem Bereich Talk-Test, wo man sich noch ganz gut unterhalten kann. Das ist sicherlich im Ausdauerbereich auch der etwas zügigere Tempolauf, ohne aber noch knapp unter, ich sag mal, Renntempo. Ja? Und das ist noch so das ist der Bereich, von dem wir sprechen. Während Strenuous natürlich alles, was intervallartig ist, hochintensives Intervalltraining und so weiter, weit natürlich in diesem Leistungssport häufiger auftritt, während Hobbysportler natürlich meistens sich für einen Marathon vorbereiten, indem sie einfach nur länger laufen. Um sich sozusagen um sich an den Umfang zu gewöhnen und natürlich das Tempo so an sich gar nicht so primär im Fokus haben. Und genau da liegt es ja. Aber es kann natürlich auch sein, es gibt natürlich viele Leute, die laufen einfach locker und lang, aber dann sehr, sehr lang und sehr, sehr häufig und jeden Tag. Und dann wird auch diese moderate Belastung chronisch, natürlich kann auch negative Effekte haben. Und das ist genau das Problem, das wir haben in der Wissenschaft. Wir versuchen, eine kurze Studie zu machen, wirklich in anderthalb, zwei Wochen viele Daten zusammen und dementsprechend gucken wir uns das sehr, sehr ungern gerne über langere Zeiträume an. Aber wenn man das macht, dann findet man einfach, dass dieses Open Window chronisch auch bei Sportlern gar nicht so zu existieren scheint, wie wir das denken. Und da würde ich dann gerne jetzt im nächsten Abschnitt drauf kommen. Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage, dann haben wir sie alle durch. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Ausdauersport. Wir haben ja eine ganze Menge an vor allen Dingen Breitensportler, Übungsleiter im Breitensportbereich, die ihre Gruppen in der Halle trainieren oder auch draußen ihre Fitnessgruppen trainieren. Kannst du da irgendwie einen Vergleich geben? Ist das dann alles moderat einzusortieren? Beziehungsweise an welchen Stellen sind die Spielsportarten oder auch die Rückschlagspiele einzusortieren? Fußball, das ist ja an manchen Stellen kein moderates Training mehr, sondern da geht es ja auch schon intervallmäßig zur Sache. Das ist wirklich in der Tat sehr, sehr schwer abzuschätzen und dementsprechend sind die meisten Untersuchungen finden genau dann statt, wenn wir sagen, wir haben ein standardisiertes, hochkontrolliertes Training und dementsprechend ist die Literatur sehr voll von Walking-Interventionen, also Gehtraining, lockeres Joggen, locker viel Radfahren und so weiter. Also zum Krafttraining gibt es in dem Bereich gar nicht mal so viele Informationen. Einfach weil es sozusagen unvorhersehbar ist, es ist sehr schwer zu analysieren, Ballsportarten genauso. Man kann schon davon ausgehen, dass zum Beispiel auch, es gibt ja auch hochintensives Krafttraining oder Powertraining, was sicherlich dann auch sehr starke Effekte hat, was aber leider wissenschaftlich meistens so nicht untersucht wird, weil es einfach schwer zu kontrollieren ist. Okay, dann Fragen alle abgearbeitet. Ich schalte wieder aus, du darfst wieder weitermachen. Gut, so, dann... Wenn wir das jetzt alle glauben mit dem Open Window und viele tun das, viele Physiologen, Mediziner, das wird genauso präsentiert, den Studenten genauso beigebracht, stellt sich natürlich schon die Frage, und das hatte Kollegin jetzt gerade sehr, sehr gut eingewandt, was ist denn dann chronisch? Das heißt, wenn jemand regelmäßig trainiert, das heißt, Leute, die sehr, sehr viel und sehr, sehr regelmäßig trainieren, müssen ja dann fast permanent krank sein. Und wenn man sich einmal so die Krankheitsinzidenz von den Athleten anguckt, zum Beispiel auch bei den großen Events, also sei es Fußball, Schwimmweltmeisterschaften, Olympische Games, Paralympische Spiele, das ist Track and Field, also Leichtathletik-Weltmeisterschaften, Fußball-Weltmeisterschaften, eine komplette Rugby-Saison oder eine halbe Rugby-Saison, dann finden wir Werte, die liegen so im Schnitt zwischen 8 und 12%. Oftmals finden wir bei kürzeren Interventionen, also so zum Beispiel anderen Events, 1 oder 2%. Wenn man sich das einmal mit der Gesamtpopulation über einen ähnlichen Zeitraum anschaut, dann sind die von der Gesamtpopulation gar nicht mal so unterschiedlich.
hier nebenbei nur mal rechts, ganz rechts drin, ist einfach, Sie sehen einfach mal die prozentuale Verteilung von diesen Krankheiten und da sehen Sie, dass die Hälfte oder fast mehr als die Hälfte immer Atemwegserkrankungen sind. Und das führt mich nochmal darauf zurück, dass oftmals, dass dies Symptome sein können, die durch das Training an sich hervorgerufen werden, also Reizungen, bei, vor allem bei, in den Winterolympischen Spielen, dass die Langläufer bei extrem kalter Luft, trockener Luft Hochleistung bringen müssen, dass die Atemsymptome, Reizhusten und so weiter entwickeln und dies oftmals dann als Infektion in die Rate mit eingeht. Obwohl hier keine wirkliche Infektion vorliegt. Da kommen wir aber später auch nochmal zurück. Also wichtig ist, Hochleistungssportler scheinen gegenüber anderen oder der Normalpopulation keine erhöhte Infektion zu haben. Das macht auch Sinn, weil wenn man sich einmal vorstellt, was macht denn ein Hochleistungssportler aus, der auf diesem Niveau zum Beispiel im Ausdauersport trainieren muss und Leistungen bringen muss, der ist darauf angewiesen, hohe Umfänge nicht nur einmal zu leisten, sondern diese Einmalleistung setzt sich ja, basiert ja auf der hohen Trainingsleistung über Jahre. Und zum Beispiel, dass in einem Jahr ein hoher Trainingsumfang überhaupt nicht vereinbar ist mit einer erhöhten Anzahl von Krankheitstagen. Das heißt, wenn wir uns Hochleistungssportler im Training einmal anschauen, dann finden wir eine Korrelation, oder dass hohe Krankheitstage zwangsweise dazu führen müssen, dass hohe Trainingsumfänge im Jahr überhaupt nicht mehr erreicht werden können. Und umgekehrt, extrem hohe Trainingsumfänge können nur erreicht werden, wenn geringe Krankheitstage vorliegen. Das ist nicht nur einmal gezeigt worden, sondern zigmal. Ja, das ist einfach eine Unvereinbarkeit von hohen Krankheitswerten mit hohen Kilometer- oder Trainingsumfängen. Und wenn wir annehmen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen hoher Leistungsfähigkeit, zumindest im Ausdauersport, und hohen Trainingsumfängen, dann stellt das natürlich dieses Open Window irgendwo gewissermaßen ein bisschen in Frage, beziehungsweise man sollte fragen, sind denn andere Faktoren außer Trainingsumfang und Trainingsintensität eventuell auch noch beitragen? Die andere Sache, die ich schon mal angesprochen hatte, viele dieser initialen Untersuchungen haben gar keine Krankheiten bestimmt, sondern die haben Symptomatiken abgefragt. Das heißt, wenn wir uns einmal Symptomatiken anschauen, dann können diese einmal nachweisbar sein. Also wir können ja jetzt Abstriche machen zum Beispiel. Oder konnten wir damals auch schon. Das heißt, wir können Abstriche nehmen aus dem Rachen, aus dem Nasenbereich und wir können gucken, ob es dort Bakterien gibt oder Viren gibt, die genau für diese Symptome verantwortlich sind. Und dann ist es so, dass lediglich in knapp 30% der Fälle Leute die Symptome angeben, dass sich nur in 30% der Fälle überhaupt ein Krankheitserreger finden lässt. Das heißt, andere Faktoren wie Reizungen, Allergie, Asthma können dazu beitragen, dass es zu Symptomen nun kommt, ohne dass hier eigentlich eine Infektion zugrunde liegt. Und ich denke mal, das ist einfach genau, wenn man sich hier einmal diese J-Shaped Curve anguckt, dann betrifft dies Symptomatiken. Aber das geht nicht einher wirklich mit erhöhten Infektionszahlen. Ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, den man in Betracht ziehen sollte, ist, dass wenn wir Marathonläufer sozusagen bitten, an solchen Studien teilzunehmen, dann ist es so, dass wir eigentlich annehmen, dass sie vorher gesund waren. Das heißt, die Leute kommen zum Marathon, sie laufen diesen Marathon und dann fragen wir in den 2 Wochen danach oder 3 Wochen danach, ob sich Krankheitssymptome entwickelt haben. Die Tatsache, dass sich kurz nach einem Marathon Infektionen finden oder Symptome dafür zumindest, heißt nicht oder impliziert nicht, dass diese durch den Marathon hervorgerufen sind und dementsprechend während des Open Windows danach sich verfestigt haben, sondern es ist durchaus auch möglich, dass sie vorher schon da waren. Und dass der ganze Stress rund um einen Marathon dazu geführt hat, dass es zu einer Infektion nachher kommt. Das heißt, Anstrengung per se oder das Laufen des Marathons per se kann zumindest nicht der einzige Grund sein, sondern andere Faktoren wie zum Beispiel Rennstress, Nervosität, die Anreise, ungewohntes Essen, das Hotel, das ungewohnte Bett, das nicht das eigene Bett und so weiter,
auch zum Beispiel die Registrierung bei einem Massenevent an sich ist schon eine Hochrisikosituation, was wir ja heutzutage dank Corona jetzt alle nochmal frisch im Gedächtnis haben. Und dementsprechend ist gar nicht gesagt, dass Infektionen wirklich durch das Laufen an sich hervorgerufen werden. Und wenn man sich einmal mal Studien anguckt, wo Infektionen auch vorher abgefragt worden sind, dann ist es so, dass in 17% vor dem Marathon schon Infektionen oder Symptome vorlagen, die sich dann entsprechend vergrößert haben, während und zu einer doppelten Anzahl geführt haben nach dem Rennen im Vergleich zu denjenigen, die vorher keine Infektion angegeben haben. Das heißt, auch wenn hier Infektionsraten erhöht sind nach einem Marathon, ist es so, dass sicherlich eine Vorinfektion hier zu deutlich größeren Zahlen führt und zumindest ein beitragender Faktor sein kann. Insgesamt hat das dazu geführt, dass diese J-Shaped Curve zumindest für den Elitesport überhaupt nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und dementsprechend hat man sich dann darauf geeinigt, okay, dann ist das halt nur für Hobbysportler, während Hochleistungssportler hier maximal ein leicht erhöhtes Risiko zeigen. Warum man das hier so gemacht hat? Wir haben einfach mehr Werte von den Eliteathleten, die halt wirklich medizinisch halt besser betreut werden, während wir halt im Breitensportbereich einfach noch meistens primär mit Fragebögen arbeiten und dementsprechend bleibt die alte Literatur hier wegführend und es kommt hier zu dieser Diskrepanz. Ob sich das eventuell auch ähnlich darstellt in der Realität, ist die andere Frage. Da fehlen uns leider die Daten. Der zweite Pfeiler, ich bitte auch hier die schlechte Qualität zu entschuldigen, das ist auch ein relativ älteres Artikel, war ja die Annahme, dass es zu einer Reduktion von Immunglobulin im Speichel kommt. Das war sicherlich eine der wegführenden Studien, die auch immer wieder häufig zitiert wird. Wenn man sich die gesamte Literatur dazu anschaut, ist es aber so, dass eigentlich genauso viele Studien zeigen, dass es keinen Unterschied gibt, wie es Studien gibt, dass es zu einem Abfall von Immunglobulin kommt. Zweitens hatte ich ja schon darauf hingewiesen, dass es natürlich die Speichelmenge durchaus abnehmen soll auch. Das macht ja auch Sinn. Wenn eine hohe Ventilationsrate führt natürlich zur Austrocknung der Schleimhäute, vor allen Dingen im Wintersport, bei kalten Temperaturen und trockener Luft. Und dann ist es halt so, dass einige Studien durchaus gezeigt haben, dass der Mensch hier durchaus Kompensationsmechanismen hat. Das heißt, indem er die Konzentration entsprechend hochfährt. Also die Konzentration ist dann entsprechend erhöht und die Sekretionsrate in diesem Fall ist sogar auch erhöht. In vielen anderen Studien ist sie zumindest ähnlich hoch. Das heißt, es scheint so zu sein, dass selbst wenn die Speichermenge an sich abfällt, dass der Körper dann trotzdem die Abwehr in dem Sinne versucht hochzufahren und dementsprechend zu kompensieren. Das heißt, diese eindeutige Open-Window-Szenario, in dem Schleimhäute dann einfach penetrierbar sind, weil dort die lokale Immunantwort nicht mehr da ist bzw. reduziert ist, lässt sich letzten Endes auch nicht aufrechterhalten. Das heißt, wenn man einmal zusammenfasst, es gibt drei unangefochtene Prinzipien in der Sportimmunologie, wie sie weiter noch gelehrt werden. Es ist A, das Infektionsrisiko ist nach einem längeren und intensiveren Ausdauertraining akut erhöht. Zweitens, dass intensive körperliche Belastungen zu einer vorübergehenden Verringerung des Immunglobulin-A-Spiegels im Speichel führen können, also zu einer Reduktion der lokalen Immunantwort, was dann auch zu einem höheren Risiko für Infektionen führt. Und drittens, die vorübergehende Abnahme der Anzahl von Immunzellen im Blut, die in den Stunden nach intensiver Belastung auftritt, stellt eine Periode der Immunsuppression dar. Das ist das, wie es interpretiert werden ist. Und ich habe ja hier und da schon mal angedeutet, dass man ja durchaus einen anderen Blickwinkel nehmen kann, um genau das zu erklären. Das hat Campbell getan. Und Campbell hat hier so ein bisschen diesen Mythos mal wirklich kritisch hinterfragt und hat genau dann die Antworten gefunden, die sich damit gar nicht vereinbaren lassen. Und zwar, dass die Anzahl der Krankheitstage bei Leistungssportlern geringer ist als bei Freizeitsportlern, dass die Abstrichtests auf virale und bakterielle Infektionen in weniger als 30% der Fälle ein positives Ergebnis geben
was auf nicht infektiöse Ursachen wie Allergien, unspezifische Schleimhautentzündung und Atemwegsreizungen aufgrund erhöhter Belüftung oder Exposition gegenüber kalter Luft hinweist. Vor Trainingseinheiten und Wettkämpfen sind viele andere Faktoren vorhanden, wie zum Beispiel psychischer Stress und Nervosität, Ernährungsdefizite. Das heißt, wenn man wirklich sehr, sehr viel intensiv trainiert hat, das heißt die Abnahme des Gewichts vor einem Marathon, Langstreckenreisen, zum Beispiel im Triathlon, sind primär internationale Events und natürlich auch die Teilnahme an Massenveranstaltungen an sich, die ein hohes Ansteckungsrisiko im Vorfeld beurteilen, durchaus hier zumindest beitragen und dementsprechend eigentlich dieses Open Window zumindest teilweise in Frage stellen. Darüber hinaus sagt er, dass viele subtile Veränderungen des Speichels extrem variabel sind. Das heißt, wir tun uns schon schwer, das regelmäßig oder reliabel zu testen. Und dass diese Spiegel keine Immundepression mit erhöhtem Risiko widerspiegeln. Das heißt, letzten Endes scheint es so zu sein, dass es einen Effekt auf die Speichelmenge gibt, aber nicht auf die Speichelqualität. Dementsprechend sieht die Literatur so aus, wenn man sie gesamt betrachtet und nicht nur aus einer Perspektive, dass dies kein wirklich großer, relevanter Faktor ist. Die in den Stunden nach Training auftretenden Verringerungen der Lymphozytenzahl und Funktion spiegeln in seinem Sinne einen erhöhten Zustand der Immunüberwachung und Regulation im Gewebe wider. Das heißt, die Abnahme der Lymphozytenzahl und Funktion im Blut heißt ja nicht, dass diese Zahlen weg sind, dass die Lymphozyten weg sind, sondern was zum Beispiel auch beim Muskelschaden und so weiter auftreten sollte, ist, dass die Zellen aus dem Blut in das Gewebe einwandern und genau dort ihre Funktion ausüben, zum Beispiel kaputte Zellen, Muskelzellen abzubauen oder Eindringlinge wie Viren und Bakterien, die die Haut und die Schleimhäute penetriert haben, dort zu verteidigen. Und zweitens, dass die Messung der Zellfunktion im Blut natürlich vollständig davon abhängt zum Zeitpunkt der Probenentnahme. Das heißt, wenn wir uns, das zweite war ja, dass es eine Abnahme der Funktion gibt, auch des natürlichen Abwehrsystems. Aber das Argument hier ist das gleiche. Wenn diese Zellen ihre Funktion ausüben, das heißt, wenn sie kurz nach einer Belastung aus dem Blut in das Gewebe einwandern, um genau dort ihre Funktion auszuüben, also kaputte Zellen abzubauen, Viren und so weiter aufzufressen und Bakterien, dann sind natürlich diese hochaktiven Zellen im Gewebe und nicht mehr im Blut. Wenn ich dann eine Blutabnahme entnehme, sind die Zellen, die übrig bleiben, weniger aktiv. Das heißt, dies führt gleichzeitig das Auswandern aus dem Blut in das Gewebe führt natürlich zu parallelen Veränderungen der Gesamtzellfunktion, was durch die Leistung der untersuchten Zellen angezeigt wird. Das heißt, diese temporäre Abnahme ist potenziell ein Artefakt, weil wir halt natürlich nur das Blut abnehmen können und wir können nicht sehen, wo die Zellen sind und wie aktiv sie im Gewebe sind. So, das war relativ viel Information auf einmal und dann würde ich sagen, ist hier vielleicht die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen beziehungsweise sich einmal kurz zu vertreten und einen Kaffee zu holen. Sehr gut, aber vielen Dank an der Stelle schon mal. Kaffee, ja. Ich glaube, wir brauchen nicht die ganze Nacht, wir brauchen nicht so wach halten, aber ein Wasser zwischendurch oder für die nochmal Päuschen brauchen. Ich ziehe einfach mal eine Frage vor, auch wenn ich glaube, dass du später da nochmal drauf zukommst. Dann kannst du mich auch direkt abwürgen oder sagen, nee, machen wir später. Natascha Wallner hat mir nämlich noch die Frage geschickt, macht es Sinn, Vitamine, Mineralien höher zu dosieren, um dem Open Window etwas entgegenzuwirken? Kommen wir später zu. Frau Wallner, ich habe es Ihnen auch schon in der Nachricht geschickt. Es kommt. Nicht vorgreifen, aber das Thema Ernährung hat Andreas uns im Vorfeld, in der Vorbesprechung auch schon gesagt, wird er auf jeden Fall thematisieren, weil es zum Immunsystem dazugehört. Ja, und ansonsten würde ich sagen, gucke ich mal auf meine Uhr, 19.09 Uhr. Dann können wir jetzt... Ich mal kurz Pause, ich bin ein bisschen drüber schon... Also nicht zu lange Pause machen? Nö, aber genau, brauchen wir auch nicht. Also
Wenn jetzt nicht irgendwie ein gravierender Widerspruch im Chat käme, so nach dem Motto, nee, jetzt brauche ich unbedingt mal 5 Minuten frische Luft und ich gehe mal um den Block. Hier bei mir ist es gerade ein bisschen unschön, weil es regnet, aber vielleicht in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz, von wo die Teilnehmer heute alle zugeschaltet sind, das Wetter besser, können wir auch meiner Meinung nach vielleicht direkt weitermachen. Es sei denn, Andreas, du brauchst eine Pause. Und brauchst du noch einen Kaffee? Ich nicht, ne? Aber ich glaube eher, du trinkst Wasser. Ich mein Wasser. Ja. Gut. Gut, dann ich sehe keine Widerrede im Chat. Dann machen wir doch direkt weiter. Gucken wir mal. Wie gesagt, wenn irgendwo die Konzentration schwindet, können wir gerne die Pause einbauen. Ansonsten machen wir erstmal weiter. Gut. Wunderbar. Dann gut, weiter geht's. So, jetzt haben wir erstmal gesagt, dass es eigentlich einen ganz, ganz einfachen Zusammenhang gibt zwischen Training und Immunsystem. Und jetzt habe ich leider die Büchse aufgemacht. Das heißt, es scheint wohl doch so zu sein, es ist ein bisschen mehr komplex, als es zu sein scheint. Und da würde ich jetzt einmal ein bisschen näher drauf eingehen. Also ich hoffe, dass ich Sie davon überzeugen kann, beziehungsweise dazu bewegen kann, mir abzunehmen und dass es mehrere Faktoren gibt, die das Immunsystem deutlich beeinflussen und dass Übung an sich, wenn überhaupt, nur ein Teil davon ist. Wenn wir einmal ganz kurz darauf eingehen, wir haben primär ja über diesen Zusammenhang von Trainingsintensität oder Trainingsumfängen und Immunsystem gesprochen. Und es gibt natürlich genug Studien, die genau diesen Zusammenhang darlegen. Vor allen Dingen klassische Studien wie die von Verde. Hier Roy Shepard, das ist ein ganz bekannter Professorwissenschaftler aus Toronto, die natürlich zeigen, dass wenn man extrem die Umfänge erhöht, dass es hier durchaus zu Erkrankungen, gehäuften Erkrankungen kommt. Wie machen wir das im Sport? Das machen wir nicht mit den Leistungssportlern. Die machen sowas nicht mit, die wissen, das ist nicht gut für sie. Das heißt, da müssen wir leider oftmals auf Teilnehmer aus dem Hobbysport oder Breitensport zurückgreifen. Und dann ist es meistens so, dass bei Läufern zum Beispiel, die relativ ambitioniert bis zu 100 Kilometer die Woche laufen, dass dann das Training absolut irrational erhöht wird. Also wir sprechen hier von Erhöhungen von 50% und mehr über 2-3 Wochen und dann wird geschaut, was passiert denn da. Und dann ist es gar nicht mal so überraschend, dass wenn man solche extrem hohen Umfänge Erhöhungen macht, wie zum Beispiel in dieser Studie bei Verde, dort ist vom Durchschnitt von 100 Kilometern über mehrere Wochen als Schnitt auf 140 erhöht worden, über 3 Wochen. Und dann hat man nachher geschaut und hat dann gefunden, ja, das Immunsystem ist geschwächt. Es kommt zu höheren Infektionsraten und der Körper scheint generell abzubauen. Also Leistungsfähigkeit nimmt ab, generelle Ermüdung ist da, Muskelschäden und so weiter dann werden nachweisbar. Und dementsprechend, das ist aber nicht eine normale Trainingssituation. Ja? Das sind hochdosierte Überlastungen, die ganz bewusst induziert werden und sozusagen ein kurzfristiges Overtraining oder Overreaching induzieren. Und dann lassen sich diese Zusammenhänge finden. Das ist im Normalen. Regulierten Training nicht der Fall, beziehungsweise nicht so eindeutig signifikant nachweisbar. Daraus leiten sich dann natürlich generell Empfehlungen ab für die Aufrechterhaltung des Immunsystems bei Sportlern. Das heißt, ändern Sie das Trainingsvolumen und die Trainingsintensität, um die Trainingsbelastung zu steuern. Begrenzen Sie die Größe der Volumen- und Intensitätssteigerung auf ungefähr 5-10% pro Woche, insbesondere im Winter. Die Ausnahme hierzu sind Leute, die nach einer Verletzung zum Beispiel zurückkommen, da kann man durchaus schon mal in höheren Prozentzahlen steigern, weil dort kardiovaskulär zum Beispiel die Grundlage einfach gegeben ist. Ja. Aber sobald es sich um höhere Belastungssteigerungen handelt, das heißt, wenn man an seine wirkliche physiologische Kapazität kommt und so weiter, sollte man die weiteren Erhöhungen pro Woche durchaus auf diese 5-10% begrenzen. Das ist im Ausnahmefall ist das, oder im Einzelfall ist das natürlich zu viel für den einen, zu wenig für den anderen, aber so als grobe Daumenregel ist das ganz okay. Dann als dritter Tipp, erhöhen Sie die Häufigkeit kurzer Trainingseinheiten, anstatt weniger lange Trainingseinheiten zu machen. Auch hier die Wahrscheinlichkeit eines Energiedefizits bei extrem langen Einheiten, also 5-6 Stunden, ist natürlich größer, als wenn man mehrere kürzere Einheiten macht. Und auch wenn man die
Häufigkeit erhöht, scheint es besser, generell besser verträglich zu sein, als wenige lange zu machen. Auch aus orthopädischer Sicht. Bauen Sie Erholungsmaßnahmen unmittelbar nach den intensivsten Trainingseinheiten ein. Das heißt, auch regenerative Maßnahmen sollten nicht verzögert kommen. Zum Beispiel nach sehr hohen Belastungen kann man durchaus dann Kohlenhydratgetränke ruhig aus mal nehmen, um dort entsprechend direkt Kohlenhydrat- und Proteingetränke nachher nehmen, um da zum Beispiel auch Muskelregeneration und so weiter zu stimulieren. Machen Sie nach jeder Trainingseinheit mit hoher Intensität, eine Trainingseinheit mit niedriger oder moderater Intensität und planen Sie auch regelmäßige Entlastungswochen in die Trainingszyklen mit ein. Als Trainingsübungsleiter und Trainer ist das sicherlich keine neuen Weisheiten. Kommen wir zum nächsten Schritt. Das heißt, was gibt es darüber hinaus noch für Herausforderungen für das Immunsystem? Und hier ist ganz wichtig, dass natürlich auch psychologische Faktoren eine große Rolle spielen oder psychosoziale Faktoren. Und die kann man einmal unterteilen in kognitive bzw. Coping, also was uns ganz bewusst Stress macht, zum Beispiel Stress bei der Arbeit und so weiter. Es gibt natürlich auch viele, die uns vom Affekt her ein bisschen mehr berühren. Beide führen halt dazu, dass das stimulierende System, also das sympathische Nervensystem, aber auch das neuroendokrine System, was hier über eine hormonelle Achse sozusagen Stresshormone ausschüttet, deutlich mehr belastet ist, als es im eigentlichen Verhältnis steht zu der eigentlichen körperlichen Belastung. Das heißt, es kann zu exzessiven Belastungen kommen, wenn man unter Stress die wieder eine hohe körperliche Belastung führt. Dementsprechend ist es wichtig, dass man dafür das mit in Betracht zieht. Und wenn man halt extrem viel Stress bei der Arbeit hat und dann ganz schnell nochmal die 20 Kilometer laufen muss, dann sollte man fragen, ob vielleicht die 14 Kilometer locker anstatt des 20 Kilometer Tempolaufs das auch tun würden. Ja, das heißt, man sollte sich nicht nur darauf verlassen, dass das Immunsystem nur auf die körperliche Belastung anspricht, sondern auf die Gesamtbelastung. Und die kann psychisch wie physisch sein. Da gibt es aber relativ wenig interessante Studien zu. Also ich habe eine gefunden, die fragwürdig durchgeführt worden ist. Dementsprechend will ich die hier nicht präsentieren. Ich präsentiere daher meine eigene. Die zielte aber nicht auf Immunsystem ab, sondern generell auf das Verhalten. Und da haben wir eine ganz fiese Studie gemacht. Das heißt, wir haben Radfahrer gleichen Niveaus, also extrem eng gematcht. Das heißt, sie mussten gegeneinander, eins gegen eins, in einem Labor gegeneinander fahren, über 70 Kilometer. Und wir haben uns einfach mal angeschaut, wie entwickelt sich deren Leistung und physiologische Response, aber auch die psychologische Response im Vergleich zu einem Einzelzeitfahren und dann gegen einen gematchten Partner. Das heißt, wir haben versucht, möglichst ein wirkliches Rennen sozusagen dort zu induzieren. Und das hat auch ganz gut geklappt. Das heißt, anfänglich waren die sehr nah beieinander. Dann hat einer so ein bisschen, vielleicht ein bisschen langsam weggezogen. Und letzten Endes gab es dann an dem zweiten Berg, den wir da eingebaut haben, dann meistens die Entscheidung. Und wenn man sich das mal so anschaut, dann ist es so, dass mit zunehmendem Rückstand dann schon zu negativen Erfahrungen kommt. Das ist natürlich für einen Wettkampfsportler die absolute Horrorsituation, wenn man dann als Verlierer aus diesem Kopf-an-Kopf-Rennen herausgeht. Und es deutet sich dann schon relativ frühzeitig an, wenn es halt schwierig wird, beziehungsweise dann, wenn auch die Entscheidung getroffen ist. Das ist nicht nur affektiv so, sondern auch kognitiv. Das heißt, diese Negativität setzt sich natürlich so weit um, dass es irgendwann wirklich zum Stress kommt und kognitiv natürlich auch irgendwann das Ziel, ich möchte dieses Rennen gewinnen, irgendwann aufgelöst wird. Das nennen wir eine Aktionskrise oder eine Handlungskrise, was natürlich zur Auflösung des Ziels führt und letzten Endes zu einer extremen Stresssituation. Und das hat sich dann genauso in den Cortisolwerten halt wiedergespiegelt. Interessant hierbei ist, dass es nicht nur höher waren bei denjenigen, die verloren haben, als gewonnen haben, sondern wenn man diese Verlierer sich anschaut, dann war der Stresswert um 50% höher als im Vergleich zum Einzelzeitfahren, obwohl die Leistung, das heißt das untere Bild hier unten links, langsamer war als im Einzelzeitfahren. Das heißt, die Cortisol-Stress-Response, das Adrenalin und so weiter, spricht nicht nur auf körperliche Leistung. Und das sollte man sich halt als Übungsleiter halt auch immer wieder vor Augen führen. Vor allem, wenn man mit Jungen und Mädchen arbeitet zeitgleich, dann werden ja häufig Kopf-an-Kopf-Rennen oder Wettkämpfe sozusagen simuliert.
Und das kann durchaus schon zu sehr großen psychischen Stressniveau führen. Das sollte man halt auch immer mit betrachten. Wie sich das genau auswirkt aufs Immunsystem, das war nicht Ziel der Arbeit. Dementsprechend kann ich da keine Aussagen zu treffen. Aber bei so massiv erhöhten Stresswerten ist es durchaus nachvollziehbar, dass das sich auch negativ auf die Erholungsfähigkeit und auch auf das Immunsystem auswirkt. Die Empfehlung zur Optimierung des psychischen Wohlbefindens bei Sportlern sind dementsprechend auch nur, ich sag mal, begrenzt nutzbar, sind sehr vage. Das heißt, man empfiehlt Lebensstress, den unnötigen Lebensstress zu reduzieren, was natürlich auch plötzlich möglich ist. Aber man empfiehlt zumindest, dass die Formen von Stress, also generell psychosozial, also beruflich, privat und der sportliche Stress körperlich, schon irgendwo zusammen betrachtet werden sollten und dass man dafür auch entsprechend kontrollieren bzw. ausgleichen sollte. Man sollte halt auch die generellen Lebensanforderungen mit in Betracht ziehen. Das Wichtige ist einfach, dass das Ziel des Sports einfach klar definiert ist und man nicht aus gesundheitlichem Gesundheitssport jetzt hier große Wettkampfambitionen entwickelt und dort unnötigen Stress verursacht und damit das eigentliche Ziel der sportlichen Aktivität sozusagen verfehlt wird. Man sollte auf Stimmung, Angst und Stress entsprechend achten und dafür einfach kontrollieren. Das heißt, wenn es irgendwann mal beruflich, privat einfach nicht sinnvoll ist zu laufen, dann sollte man sich dazu auch nicht zwingen, die entsprechende Antwort des Körpers auch genau auf diese Einheit wahrscheinlich nicht positiv sein wird. Und natürlich bei denjenigen, wo das halt regelmäßig so der Fall ist, die aber körperlich was sich tun wollen, sollte man entsprechend entsprechende Maßnahmen mit einbeziehen. Kommen wir zum Schlaf. Auch da gibt es gar nicht mal so viel im akuten sportlichen Bereich. Und da hat sich gezeigt, also eine Studie, die hat keinen Effekt gezeigt von 30 Stunden Schlafdeprivation auf die Immunresponse. Und das ist ganz positiv, vor allem für einen Ironman, wie das bei mir war. Das heißt, wenn sie um 4 Uhr aufstehen müssen, damit sie um 6 Uhr oder 6.30 Uhr an der Startlinie sind, dann ist mit dem Schlaf in der Nacht vor einem Rennen nicht viel zu gewinnen. Dementsprechend, das scheint keinen großen negativen Einfluss zu haben. Was natürlich ganz klar negativen Einfluss hat, sind chronische Schlafstörungen, Schichtarbeit und so weiter. Und dementsprechend muss das natürlich auch mit der Trainingsplanung mit einbezogen werden. Dementsprechend leiten sich auch hierfür entsprechende Empfehlungen ab. Das heißt, wir wissen schon, dass so 7 Stunden Schlaf an sich ganz gut sind und die sollte man versuchen auch zu erreichen. Ist natürlich individuell individueller sehr großer Streubreit. Man sollte auch vermeiden, den Schlaf für mehrere Tage hinweg einzuschränken und dann versuchen aufzuholen am Wochenende. Das mag subjektiv so ganz gut funktionieren. Fürs Immunsystem zeigen sich da aber keine positiven Effekte und es ist fast wie chronisch permanenter Schlafmangel. Man sollte natürlich auch immer hier vor sportlicher Aktivität die morgendliche Frische und Kraft mit einbeziehen in die Trainingsplanung. Und man sollte sich dann eventuell überlegen, ob man zum Beispiel Schlafdauer und Effizienz auch mal mit elektronischen Armbandgeräten überwachen möchte, um einfach mal zu sehen, wo steht man da, beziehungsweise welche Maßnahmen könnten dabei helfen. Diese Powernaps, also so ein Nickerchen am Tag, hat sich im Hochleistungssport sehr bewährt. Ist natürlich im Alltag für einen Hobbysportler, der voll berufstätig ist, natürlich oftmals schwierig umzusetzen. Natürlich gibt es auch zur Optimierung der Schlafhygiene, vor allem bei den Jugendlichen, sicherlich sollte man darauf achten, dass einfach bildschirmfreie Zeit vorher eingelegt wird. Genau diese Blue Screens sind extrem schlecht für die Schlafqualität. Leider auch ein Phänomen, was im Hochleistungssport sehr um sich greift. Und natürlich Dunkelheit während der Bettzeit ist ja sicherlich auch keine neue Empfehlung, die Sie nicht vorher schon gekannt haben. Was ist mit extremen Bedingungen? Und da kommen wir vielleicht auf die eine vorherige Frage wieder. Das ist natürlich ganz bekannt, oder kalte Temperatur geht irgendwo mit einer, ist assoziiert mit einem erhöhten Auftreten von Atemwegsinfekten. Und da stellt sich natürlich schon irgendwo die Frage, warum Kälte an sich eigentlich zu Krankheit führen sollte. Das heißt, dann würden alle in der Nordhalbkugel permanent krank sein. Das ist ja auch nicht der Fall. Das heißt, es bedarf ja schon eines Viruses. Das heißt, dieser Klassiker, ich hole mein Kind ab vom Schwimmen und es hat nasse Haare draußen, führt nicht zwangsweise zu einer Erkältung, sondern es ist schon
schon ein Virus mit involviert und das sind häufig Rhinoviren. Diese normale Common Cold oder diese normale Erkältungskrankheiten auslösen. Der Zusammenhang ergibt sich daraus, dass diese Rhinoviren, das ist hier unten in diesen Grafiken blau dargestellt, deutlich besser zurechtkommen in leicht geringerer Temperatur. Das heißt, vor allen Dingen dann, wenn es kalt ist und die Nasenschleimhäute und die Rachenschleimhäute so auf 33 Grad runterkühlen, im Vergleich zu 37 Grad, fühlen die sich schon ein bisschen wohler und dementsprechend treten halt die höheren Infektionen auf. Also es ist nicht die Kälte an sich oder das nasse T-Shirt nach dem Training an sich, was einen krank macht, sondern es verbessert leider nur die Bedingungen, dass Rhinoviren zum Wachsen kommen. Und dann ist halt die Frage, ob diese vorher schon da waren, beziehungsweise wird es sozusagen dadurch nur verschlimmert oder es impliziert nicht unbedingt, dass sie sich dadurch ein Virus einfangen. Natürlich wäre es so, wenn man nass nach dem Training mit einem nassen T-Shirt in der Runde steht, das kennen Sie jetzt von Corona auch, dann sollte man natürlich Social Distancing wahren, um da kein erhöhtes Risiko einzugehen. Was ist mit Reisen? Vor allen Dingen für internationale Athleten ein Riesenproblem. Und da zeigt sich, dass wirklich Reisen bei großen Events der größte Risikofaktor ist für eine Infektion. Und das hat sie wiederholt dargestellt, vor allem internationaler Travel über mehrere Zeitzonen hinaus. Und interessanterweise ist es so, dass es Studien gibt, die natürlich auch nicht nur gezeigt haben, dass Reisen an sich krankmachend ist, sondern interessanterweise, dass die Daten deutlich erhöht sind, wenn es zum Wettkampf hingeht. Das heißt, bei dem Rückflug spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich von West nach Ost oder von Ost nach West fliege, was man vorher angenommen hatte, dass dies zu Unterschieden führt, sondern es ist der Weg hin zum Wettkampf, der mehr krankmachend scheint, als der Weg zurück vom Wettkampf. Und das lässt natürlich schon deutlich vermuten, dass es sich hierbei um den Vorstart und die Nervosität vor einem Wettkampf handelt, die dazu groß beiträgt. Das heißt, auch hier, es ist nicht das Reisen an sich. Natürlich ist das die Verpflegung im Flugzeug suboptimal, Ermüdung kommen mit dazu, Schlafmangel, Zeit-Jetlag und so weiter, aber sicherlich auch der Stress. Das heißt, wir tun uns immer schwer, hier aus abzuleiten, dass dies wirklich nur stressbedingt ist. Ja? Das heißt, unter extremen Bedingungen oder Reisen, seien Sie vorsichtig mit der Trainingsbelastung, wenn Sie vor allem auch in zusätzlicher Hitze oder Kälte oder in der Höhe trainieren. Die Eingewöhnung an Hitze oder Hypoxie kann den negativen Einfluss deutlich begrenzen. Das heißt, wenn Sie zu einem Wettkampf, zum Beispiel New York Marathon, hinfahren, nehmen Sie sich genug Zeit, dass Sie sich an die entsprechenden kerlkalte Luft gewöhnen können. Das Gleiche gilt zum Beispiel bei Rennen nach Triathlon nach Asien, an die Hitze. Und treffen Sie, falls möglich, also weit möglich, Vorsichtsmaßnahmen, um längere Zeit sozusagen in größere Mengen kalter Luft einzuatmen. Das ist natürlich für den Wintersportler unmöglich umzusetzen, es sei denn, man nimmt so Atemmaske mit. Das heißt, hier ist halt die Frage der Umsetzbarkeit ist ein bisschen schwierig. Was man natürlich viel besser machen kann, ist natürlich auch die persönliche Hygiene, also die Schlafhygiene gehört damit dazu, die richtige Ernährung und die Reduzierung von unnötigem Stress auf Langstreckenreisen zu vermeiden. Und das ist natürlich schon eine organisatorische Aufgabe. Das heißt, viel Stress kann man sich einfach sparen, indem man einfach gut vorbereitet, gut organisiert ist. Und zum Beispiel eigene Ernährung kann man auch mitnehmen auf dem Flugzeug. Das heißt, es gibt hier durchaus mehr Handlungsbedarf, als dies bei anderen Punkten ist. Interessanterweise, eine der wenigen Studien, die wiederholt gute Ergebnisse gezeigt hat, ist, dass kurze Stimulierungen des Immunsystems durch extreme Bedingungen, zum Beispiel eiskalte Dusche, durchaus auch positive Effekte haben kann. Also hier die Dusche können Sie ja morgen mal ausprobieren. Nachdem Sie mit dem Warmduschen fertig sind, einfach mal 30 Sekunden auf kalt stellen und das soll ganz gut das Immunsystem ankurbeln. Kommen wir zum nächsten Thema, Ernährung. Auch hier wieder eine sehr überfüllte Grafik. Möchte hier noch einmal kurz darauf eingehen. Und zwar handelt sich hier um eine Studie aus unserem eigenen Institut. Das waren Radfahrer oder Triathleten, die 4 Stunden lang fahren mussten, ohne Verpflegung. Das heißt, beziehungsweise
einmal ohne Verpflegung und dann einmal mit Kohlenhydrat. Und da zeigt sich schon, dass vor allem in der Situation ohne Kohlenhydratversorgung es natürlich auch zu einem großen metabolischen Stress kommt. Das heißt, hier oben rechts sehen Sie Interleukin, das ist ein Muskelenzym. Das deutet auf eine deutliche Mehrbelastung der metabolischen, des Metabolismus in der Muskulatur hin. Es kommt zu einer deutlich Erhöhung des Cortisols. Und mit dem Cortisol hier unten rechts gibt es eine ganz klare Assoziation mit Neutrophilen, das heißt eventuell Hinweise auf Muskelschaden, worauf die Neutrophilen natürlich ansteigen und versuchen, diese kaputten Zellen abzubauen. Und das scheint damit zu korrelieren, dass Cortisol erhöht ist. Dementsprechend gibt es folgende Annahme. Das heißt, bei einer Hypoglykämie kommt es generell zu einer Stressreaktion mit erhöhten Cortison- und Adrenalinwerten, die dann dazu führt, dass auch das Immunsystem runtergefahren wird und entsprechend zu einer Schwächung des Immunsystems führen kann. Also es ist nicht der Blutzucker an sich, sondern es wird, der Mediator ist hier sozusagen die Stressresponse. Und damit kriegen wir schon wieder einen gesamten Überblick. Das heißt, all die Punkte, die wir uns angeschaut haben, haben eigentlich gemeinsam, dass es die generelle Stressreaktion ist. Sei es physisch, psychisch, psychosozial, die Einfluss letztendlich auf das Immunsystem nimmt. Und dementsprechend ist es wichtig, dass all diese Faktoren einberechnet werden und es nicht nur auf die Trainingsintensität und das Trainingsumfang reduziert wird. Auch hier nochmal abschließend für Sie. Es gibt zahlreiche Studien, die das gezeigt haben, die immer wieder positiven Effekte zeigen. Letzten Endes möchte ich hier aber einmal darauf hinweisen und ein bisschen Warnung geben, dass das natürlich immer akute Interventionen sind. Das heißt, hier ist überhaupt nicht bekannt, ob Leute dafür trainiert sind oder nicht. Es gibt ja momentan auch großen Trend dazu, nüchtern zu trainieren oder ketogene Diäten zu machen, wo Kohlenhydrate komplett rausgeschnitten werden. Hier ist eigentlich gezeigt worden, dass bei denjenigen, die chronisch angepasst sind, das heißt, die das über Wochen und Monate gemacht haben, das nicht zu einem dauerhaften negativen Einfluss auf das Immunsystem führt, eigentlich sogar teilweise im Gegenteil, dass es zu positiven Reaktionen kommen kann. Das heißt, für denjenigen, der Kohlenhydrate gewohnt ist, der sollte diese auch so weiternehmen, wenn das mit seiner Diät vereinbar ist. Ansonsten sind das halt, scheint es primär auf die Energie zurückzugehen. Das heißt, man sollte kein Energiedefizit einnehmen. Wenn wir das als Key Message mitnehmen, dann wäre ich hier schon mal ganz glücklich. Kommen wir zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Ein Riesenthema, ein Riesenmarkt. Wir sprechen über eine Billion Umsatz im Jahr in Nahrungsergänzungsmitteln. Und aus unserer Sicht ist das in keinster Weise gerechtfertigt. Wenn man sich hier im Konsensus-Statement auch mal anschaut, ist es so, dass für einige Sachen es moderate Evidenz gibt. Also moderat ist wirklich in dem Sinne an einen Menschen sozusagen getestet, wo es einige Hinweise gibt, dass es positive Effekte haben kann. Dies ist oftmals so in Studien, dass die positiven Effekte sich oftmals bei den Leuten zeigen, die einen deutlichen Mangel haben. Bei Studien zum Beispiel präventiv, bei Hochsportleistungssportlern, die keinen nachgewiesenen Mangel haben, oder bei generell bei Hobbysportlern, werden die dort keine positiven Effekte finden. Das heißt, ein Mehr von etwas, an dem kein Mangel besteht, wird ihnen nichts bringen, außer teuren Urin bzw. eine unnötige Belastung des Portemonnaies. Ja, was sich gezeigt hat, ist, dass innerhalb der Wintersaison zum Beispiel die Einnahme bei Vitamin D, wenn dann ein Mangel da ist, beziehungsweise grenzwertige Vitamin D-Levels gemessen werden, dann kann dies durchaus einen positiven Effekt haben. Das Gleiche gilt für Vitamin C, das Gleiche gilt aber auch für Probiotika. Für das Glutamin, ein sehr, sehr populär als Nahrungsergänzungsmittel, ist das begrenzt bis gar nicht nachweisbar. Das heißt, hier diese Empfehlung würden wir schon nicht mehr unterstützen wollen. Hat man erstmal Erkältungssymptome, ist es so, dass Zinktabletten, also so Lutschtabletten, durchaus auch in einigen Studien einen positiven Effekt gezeigt haben. Aber auch hier Zinktabletten sind A, erstmal wirklich nicht angenehm zu lutschen. C, zweitens
Es gibt mehr und mehr Studien, die eigentlich dagegen sprechen als dafür. Aber 2017 war es halt noch als moderat empfohlen worden. Für Vitamin C, das heißt die hochdosierte Einnahme von Vitamin C, wenn denn schon Erkältungssymptome da sind, ich glaube, das war die Frage, die wir abgezielt haben, gibt es keinerlei Evidenz. Relativ gute Evidenz gibt es dann nochmal für Auslandsreisen, von Umstellungen und so weiter. Hier Magen-Darm, Probiotika scheinen dort etwas positiven Einfluss zu haben. Das heißt, die moderaten Sachen sind die, die man in Betracht ziehen kann, die aber keinerlei zwangsweise Empfehlungen darstellen. Die andere Sache ist das Energiedefizit, das angesprochene. Das heißt, Diäten, wenn ich wirklich bewusst Gewicht abnehmen will und wenn ich extrem hohe Umfänge habe, wo ich gar nicht mehr mit der Energieversorgung hinterherkomme, also bei sehr hohen Trainingslagern, wie das bei den Leistungssportlern dann im Radsport und so weiter der Fall ist. Also sie schaffen es gar nicht, selbst wenn sie es wollten, genug Kalorien aufzunehmen. In diesen Situationen scheint es begrenzte Unterstützung zu geben, dass es Mineralien, Multivitamine, Probiotika und dieses bovine Kolostrum, das heißt, es ist die frühe Muttermilch bei den Kühen, die einen erhöhten Immunglobulin-Gehalt haben sollen, hier und da im Einzelfall positive Ergebnisse zeigen. Letztlich ist es so, eine ausgewogene Ernährung, die energiedeckend ist, bedarf nur dann eines Ersatzes oder eines Nahrungsergänzungsmittels, wenn denn ein Nachweis irgendwo gegeben ist. Ja? Das heißt, bevor Sie irgendwas nehmen, Vitamin D, Eisen und so weiter, lassen sich sehr gut im Blut bestimmen. Viele andere Parameter, die im Stoffwechsel oder im Zellstoffwechsel vorhanden sind, sind oftmals im Blut ganz schlecht nachweisbar beziehungsweise ganz schlecht bewertbar. Und dementsprechend sollte man ohne einen nachgewiesenen Mangel eigentlich sich auch primär auf eine energiedeckende und ausgewogene Ernährung begrenzen. Dementsprechend die Empfehlungen, also passen Sie die Energiezufuhr an den Energieverbrauch an, vermeiden Sie einseitige Crash-Diäten, ernähren Sie sich ausgewogen, verbrauchen Sie mehr als 50% Energie als Kohlenhydrat. Wie gesagt, hier unter der Einschränkung, diejenigen, die auf Kohlenhydrate verzichten wollen, das heißt Diabetiker, können durchaus sich langfristig auch daran anpassen, dass man mit anderen Energieträgern zurechtkommt. Sorgen Sie für eine ausreichende Proteinzufuhr. Und Sie sehen, die Empfehlungen sind gar nicht mal so hoch. Also 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt 100 Gramm, das ist eine Putenbrust oder Hühnchenbrust. Das ist völlig ausreichend. Erwägen Sie diese 1000 Einheiten Vitamin D3 im Winter bei Hinweisen auf einen vorbestehenden Mangel. Die Zinktabletten, ist Geschmackssache, wortwörtlich, und Probiotika für krankheitsanfällige reisende Sportler kann man durchaus in Betracht ziehen. So, Fragen zu diesem Block? Ja, perfekt, sonst hätte ich nämlich meine jetzt eingeworfen. Ich dachte, es kommt vielleicht noch was, aber sonst hätte ich dich an der Stelle kurz unterbrochen. Du hast davon gesprochen, dass eine Supplementierung nur stattfinden soll, wenn auch ein Mangel da ist. Wo kriege ich denn den Mangel her, beziehungsweise welche Anforderungen, welche Infos brauche ich vom Arzt oder was muss ich dem Arzt erzählen, damit er mir tatsächlich einen Test, wahrscheinlich ein Blutbild, vielleicht ein großes Blutbild, wie man es vielleicht richtigerweise definiert oder es ansagt, dass der das auch bei mir macht, damit ich das rausbekomme? Oder kann ich das irgendwo an anderen Stellen auch einkaufen, beispielsweise am Sportinstitut? Also generell ist es so, natürlich Hinweise auf Eisenmangel, also Mundwinkelgarten, Haarausfall und so weiter, brüchige Fingernägel, all solche Sachen. Leistungsverlust bei den Ausdauersportlern, das ist das primäre Signal, mit dem die kommen. Da kann man schon mal schauen. Das heißt, wie gesagt, das ist so unser Forte, dass wir das hier regelmäßig mit unseren Leistungssportlern machen können. Ansonsten ist natürlich bei macht es immer nur Sinn, das auf im Hinblick auf klinische Symptome zu machen. Das heißt, ein generelles, großes Blutbild einfach mal zu machen mit tausenden von Parametern, wie es ja durchaus angeboten wird, würden wir von abraten. Und zwar aus dem Grund, weil natürlich diejenigen, die genau diese großen Blutbilder, also große Blutbild, damit meinen wir nicht nur rotes, weißes Blutbild, sondern ein komplettes Panel sozusagen an diversen Sachen. Zentren, die das anbieten, natürlich auch immer die Lösung schon mitverkaufen. Das heißt, wir tun uns da schwer, das zu befürworten, sondern wir würden sagen, wenn es keinerlei Hinweise, keine Symptome gibt, die auf einen Mangel hinweisen, brauchen wir auch keine große
kein großes Blutbild zu machen. Weil man sollte nicht nach etwas suchen, worauf es keine Hinweise gibt. Vitamin D und Eisen und so weiter sind relativ gut nachweisbar und die Symptome sind dann relativ eindeutig. Und wie gesagt, bei Vitamin D sicherlich, wenn man sagt, man hat zig Infekte im Jahr und da kann man sicherlich dann auch mal präventiv sozusagen oder probatorisch Vitamin D und Zink geben, niedrig dosiert. Aber generell ist es so, wir gucken dann in der Kombination mit Symptomen plus zum Beispiel Ernährungsweise. Also gibt es Hinweise, dass irgendwo einseitige Ernährung vorliegt, vegane Ernährung und so weiter. Das heißt, kann es irgendwo Hinweise auf einen Mangel geben? Und das muss man sich, sollte man halt beim Mediziner des Vertrauens machen, das heißt beim Hausarzt. Ja, das wäre unsere Empfehlung. Also deine Empfehlung eher erstmal die Ernährung checken, die eigene, bevor man entsprechend große... In Deutschland in einer absoluten Luxussituation, das heißt, wer sich ausgewogen ernährt, kriegt das ganze Jahr herum alles, was er braucht. Das stimmt, wenn man in den Supermarkt geht, kriegt man auch im absoluten Winter die... Ja. Also wir sind da in der Situation, ja, wo sich die okay. Frage stellt, ob gibt's? Das sein muss. Ja. Ja, die Frage in die Runde, gibt es noch weitere Fragen an dieser Stelle? Ich sehe erstmal keine. Ich springe nochmal zurück auf die Frage von der Frau Wallner. Thema ja, mit der Vitamine, Mineralien zu dosieren, um Open Window entgegenzuwirken. Antwort? Aus unserer Sicht nicht, nein. Nein. Okay, Frau Wallner, ich hoffe, wenn es eine Nachfrage oder eine Ergänzung nochmal gibt und wir es konkretisieren oder Herr Fenhorst das konkretisieren soll, gerne nochmal in den Chat. Also es ist immer eine ungewünschte Antwort, weil die Werbung doch sehr, sehr gut ist von den Nahrungsergänzungsmittel produzierenden Firmen. Und es ist natürlich der Wunsch nach einer einfachen Lösung ist immer gerne da. Wenn man jetzt mal eine Multivitamin-Tablette nimmt, tut man sich mit sicherlich auch keinen massiven Schaden an in dem Sinne. Aber das, wie gesagt, investieren Sie das Geld in gute, frische Kost. Aus regionaler Herstellung. Du hast gerade eben das Thema vegan auch kurz angesprochen, so nach dem Motto, wenn man sich vegan ernährt, dann kann es schon mal eher dazu sein, dass man supplementieren muss. Hat die vegane Ernährung demnach eine direkte Auswirkung oder sogar eine negative Auswirkung auf das Immunsystem? Soweit ich weiß nicht. Müsste ich jetzt aber nicht. Aber wie gesagt, für uns im Ausdauersport ist es so primär wirklich. Das Häufigste, was wir sehen, ist Eisenmangel. Dementsprechend, da sieht man natürlich schon den Einfluss von veganer Ernährung. Weil natürlich pflanzliches Eisen entweder nicht so gut absorbiert wird wie tierisches Eisen. Das heißt, das supplementieren wir relativ häufig bei unseren Sportlern. Vitamin D sicherlich auch. Da gibt es sicherlich auch Empfehlungen aus den südlichen, das heißt Schwimmer, Batman-Spieler, die halt wirklich wenig Tageslichtexposition haben. Da macht das sicherlich Sinn, weil es natürlich primär über die Haut sozusagen vom Körper selber produziert wird. Wenn da die Sonnenexposition nicht da ist, dann kann man das durchaus supplementieren. Für alles andere, wie gesagt, bei Symptomen und so weiter. Dann würde ich sagen, oder Frage an dich, war das dein zweiter Block? Noch nicht ganz, deswegen ich bin okay. Leider ein bisschen drüber. Versuche ein bisschen Zeit auch gut zu machen. Okay. Es scheint auf jeden Fall so spannend zu sein, dass die Teilnehmer weiter dabei bleiben. Kaum Abbrecher drin, also gerne weiter. Es bleibt so, ich mache diesen Teil ein bisschen schneller. Das heißt, kommen wir zur Infektion. Worum geht es denn da? Ich hatte ja schon darauf hingedeutet, dass knapp 50% der Infektionen respiratorisch sind. Es gibt natürlich auch Haut- und Unterhautentzündungen und gastrointestinale Symptome. Aus dem Harnblasentrakt, also Harnwegsinfektionen sind relativ vergleichsweise wenig, auch aus dem Nervensystem. Das heißt, wir gucken bei uns im Alltag, ist es so, wir primär, womit wir uns beschäftigen, sind halt die normale Erkältung.
Nasennebenhöhlenentzündung, die Halsschmerzen. Die infektiöse Mononukleose ist halt aufgrund des Risikos einer Milzruptur und einem chronischen Müdigkeitssyndrom natürlich immer irgendwo, ist irgendwo immer ein Thema, beziehungsweise hängt im Hinterkopf mit dabei, weil es bei den Sportlern durchaus auch mal, den jüngeren Sportlern nochmal auftreten kann, während es natürlich schon in der Gesamtpopulation eine hohe Durchseuchung gibt. Und das heißt ja die Studentenkusskrankheit. Das heißt, über Speichel im Kindesalter wird es ja normalerweise so weit verbreitet, dass es kein Thema mehr ist. Kann aber bei wohlbehüteten Leistungssportlern, die sich primär wirklich nur auf den Sport konzentrieren, durchaus häufiger auch nochmal auftreten. Und da ist natürlich so eine sechswöchige, mehrmonatige Müdigkeitsphase natürlich eine Sache, die wir ausschließen wollen, so früh wie möglich. Dann natürlich die Influenza. Akute Bronchitis, Sie sehen, ich habe das hier von aufs Deutsche schnell übersetzt, habe noch einen vergessen, und Lungenentzündung. Dazu kommen natürlich Magen-Darm-Infektionen auch, bei Reisen vor allen Dingen primär und immer mal wieder als Ausbrüche, das heißt lokal, da kommt man einfach nicht dran vorbei, dass sich sowas mal immer mal entwickelt. Hier vor allen Dingen bei uns, Herz-Kreislauf ist natürlich ein großes Thema bei uns, internistisch, kardiologisch. Dann natürlich immer, oh mein Gott, kann da was auf den Herzmuskel übergegangen sein. Weil Magen-Darm-Infektionen, die normale Erkältung und vor allen Dingen so eine Influenza durchaus systemisch auch auf den Herzmuskel übergehen kann, ist das eine Sache, die wir uns immer sehr genau anschauen. Und vor allen Dingen, da kommen wir auch später nochmal drauf, chronisches Müdigkeit oder postvirales Müdigkeitssyndrom findet sich sehr häufig, also nicht nur bei der Mononukleose, sondern auch bei normalen Erkältungen und Influenza und vor allem auch im Bereich von Lungenentzündung in der Reha. Deswegen brauchen die oftmals länger, als man so denkt. So, was machen wir denn oder was empfehlen wir denn jemandem, der jetzt Erkältungssymptome hat? Und da gibt es einfach gar nicht mal so viele Empfehlungen, die man geben kann. Und Eichner hat das 93 in einem Artikel so zusammengefasst. Das ist jetzt bekannt als der Neckcheck oder der Nackentest. Das heißt, er sagte, es scheint klar, dass Training einen Einfluss auf das Immunsystem hat, aber die klinische Wichtigkeit ist immer noch unklar oder wird kontrovers diskutiert, so wie wir das ja auch heute gemacht haben. Klar ist aber, dass jedes Workout, also jedes Training während einer viralen Infektion suboptimal sein muss. Man fühlt sich einfach schlecht, der Körper ist nicht dafür vorbereitet. Das heißt, die Frage, die sich jeder stellen sollte, das ist ganz wichtig für die Trainer. Warum sollte man dann trainieren? Wenn Patienten entsprechende Symptome haben, die oberhalb des Nackens sind, also Grenze oberhalb der Stimmbänder, sage ich mal, wie eine laufende Nase, einen kratzenden Hals, dann kann man durchaus vertreten, dass man locker trainiert. Und wenn man die ersten paar Minuten merkt, ich fühle mich gut, dann kann man das Training, moderates Training durchaus fortsetzen. Auf intensives Training sollte natürlich trotzdem verzichten. Gibt es jedoch irgendwelche Symptome unterhalb des Halses und Stimmbandes, also alles, was systemisch ist, produktiver Husten, Fieber, generelles Unwohlsein, Muskelschmerzen, dann sind das absolute Hinweise darauf, dass gar nicht trainiert werden soll. Dieser Test oder diese Empfehlung ist super weit verbreitet. Und es gibt auch Hinweise, größere Studien, hier sogar eine sehr, sehr große Studie von einer Kollegin hier auch aus Südafrika. Und zwar hat man das an Langdistanzläufern getestet. Und diejenigen, die halt in den Tagen zuvor Symptome gezeigt hatten von diesem Neckcheck, wurden dann auch nachher noch befragt, wie denn das Rennen gelaufen ist. Und von diesen 7.000 Leuten fehlte einer in 13, hat diesen Neckcheck nicht verpasst und einer in 5 hat generell Symptome vor dem Marathon auch beschrieben. Und es gibt halt eine zweifach höhere Wahrscheinlichkeit, dass genau diejenigen, die diesen Test verpasst haben, halt dann entsprechend das Rennen auch nicht beendet haben. Und von den Leistungsverlusten möchte man gar nicht reden. Das heißt, man sollte mit diesen Symptomen definitiv keinen Marathon nehmen. Eigentlich generell vom Training Abstand nehmen. Das Problem bei diesem Neckcheck, der funktioniert so für die Praxis generell eigentlich ganz gut. Das Problem ist, wir müssen natürlich schon ein bisschen mehr wissen oder genauer wissen, liegt denn da jetzt eine Herzmuskelentzündung mit dabei? Das kann
zu Arrhythmien führen und dann auch zum plötzlichen Herztod. Es kann zu akuten Nierenversagen führen und wie gesagt hier bei Mononukleose zu einer Milzruptur, zum Hitzeschlag und so weiter. Das heißt, die Konsequenzen sind doch sehr, sehr massiv und dementsprechend ist halt die Frage, ob so ein Neck-Check als generelle Empfehlung wirklich ausreichend ist. Da tun wir uns als Mediziner schwer, da würden wir halt gerne lieber ein bisschen mehr Informationen sammeln und dementsprechend gucken wir schon, wenn wir solche Symptome finden, schreiben wir zum Beispiel neben einer Anamnese, körperlichen Untersuchung und Blutbild, was wir uns anschauen, gucken wir uns halt auch EKGs und so weiter an. Wenn man dann erst einmal eine Herzmuskelentzündung hat, zeigt sich das zum Beispiel im EKG als solche ST-Streckenerhöhungen. Das heißt, das ähnelt so ein bisschen einem wirklichen Herzinfarkt. Es gibt aber auch viele andere Zeichen, wo das halt nicht so eindeutig ist, beziehungsweise stellt sich ein bisschen anders dar. Deswegen ist das kein so der Goldstandard. Wir gucken auch mit einem Echo immer Herzecho drauf. Und auch da kann man eventuell regionale Bewegungsstörungen sehen oder Herzbeutelergüsse. Wobei letzten Endes oftmals, wenn wir wirklich den Verdacht haben, dann doch das MRT die führende Untersuchung ist. Und da kann man dann schon sehen, das heißt, Sie sehen hier bei Bild A und B zum Beispiel, diese weißlichen Erhöhungen, das ist wirklich Hinweis auf ein Ödem, eine Flüssigkeitsansammlung, einen Entzündungsprozess, beziehungsweise man kann auch Narbenbildungen hier bei C und D sehen, langfristig, die an der Außenwand sind. Das ist ganz typisch für Herzmuskelentzündung, beziehungsweise Residuen davon, deren Herzinfarkt sich ja eigentlich eher auf der Innenseite des Herzmuskels darstellt. Die andere Sache, die häufig nach viralen Infektionen auftritt, ist halt dieses postvirale Müdigkeitssyndrom. Das ist aktivitätsbedingte Müdigkeit, intermittierendes und wiederaufkehrendes Aufflammen viraler Symptome. Das vorherige Leistungsniveau kann nicht beibehalten werden, beziehungsweise wird nicht erreicht. Ein unerholsamer Schlaf, kognitive Probleme und orthostatische Unverträglichkeit. Das heißt, auch diesen Symptomen sollte man nach einer Infektion immer fragen und diese in Betracht ziehen. Die treten häufiger auf, als man denkt. Und wenn diese langfristig andauerten, fallen diese unter das chronische Müdigkeitssyndrom, also Chronic Fatigue Syndrom. Und dies hat wirklich große Konsequenzen auf die Lebensqualität. Das heißt, wir sollten uns ganz genau angucken, wann wir Leute wieder spielen lassen, also trainieren lassen oder den Wettkampf machen lassen. Das ist ein ehemaliger Kollege von dem Institut, der dieses Flow-Diagramm aufgebaut hat. Das heißt, eine gute Anamnese, eine körperliche Untersuchung, ein Blutbild, zusätzliche Untersuchungen wie Ruhe-EKG, ein Echokardiogramm sollten durchgeführt werden. Und wenn diese alle unauffällig sind, kann man durchaus die Freigabe wieder geben. Bei Abnormalitäten müssen natürlich dann entsprechend immer weitere Untersuchungen folgen, wie zum Beispiel ein Belastungs-EKG, ein Langzeit-EKG für Rhythmusstörungen und auch ein MRT im Zweifelsfall. In der Prävention von Infektionen können wir, glaube ich, schnell durchgehen. Das ändert sich, das sehen Sie, das ist dem sehr ähnlich, was wir für Corona jetzt alle gelernt haben und hoffentlich alle gut durchführen. Das war auch vorher schon bekannt, also angemessene Händehygiene, Hustenetikett, Social Distancing, individuelle Handtücher und Wasserflaschen, also bitte keine, auch im Breitensport, diese Flaschen kosten nicht so viel Geld, dass man sich eine teilen müsste. Möglichst große Ankleide-Duschräume, was natürlich schon schwieriger umzusetzen ist. Für medizinisches Personal, also uns, Händedesinfektionsmittel, weil wir natürlich diejenigen sind, die mit allen Spielern sozusagen im Team dann Kontakt haben. Kontrolle der Lebensmittel- und Wasserqualität und auch hier ausgewogene Ernährung, ausreichender Schlaf, Stressausbau, gute Organisation. Folgen Sie auch den Return-to-Play-Empfehlungen, das heißt, gehen Sie nicht zu früh zurück ins Training. Im Zweifelsfall, if there's doubt, leave it out. Also fangen Sie, ich sage mal, meine Empfehlung ist immer, man sollte sich einmal morgens gut fühlen. Oftmals fühlt man sich im Laufe des Tages besser. Und man möchte am Nachmittag schon trainieren, dann bitte noch einmal drüber schlafen. Wenn man sich dann wirklich gut fühlt, am nächsten Morgen kann man durchaus das Training wieder aufnehmen. Und vor allen Dingen wichtig, befolgen Sie die Impfrichtlinien. Denn das mit Abstand wirksamste Mittel zur Vermeidung von Infektionen ist die Impfung. Und da braucht man, glaube ich, auch nicht weiter diskutieren. Es gibt natürlich viele Empfehlungen. Für die Sportler machen wir Tetanus, Diphtherie, Pertussis.
also Keuchhusten, Influenza, Hepatitis A, B, Masern, Mumps, Röteln. Andere Sachen sind eher für Reisetätigkeiten, je nachdem, wo es hingeht, und dann weniger wichtige Faktoren, beziehungsweise zum Beispiel Pneumokokkenimpfung bei denjenigen, die keine Milz haben, beziehungsweise Milz verloren haben nach einem Unfall, und andere seltenere Erkrankungen, die eher bei stark immunsuppressierten Patienten wichtig ist, aber für den Athleten seltener von Relevanz sind. Ganz kurz noch, zwei Studien, die relativ vor kurzem durchgeführt worden sind. Zwar, wenn wir Thema Impfung sprechen, gibt es natürlich immer die Sache mit den Athleten, Impfnebenwirkungen. Das heißt, wir haben hier vor zwei Jahren die Impfung gemacht mit den Influenza-Vakzinen. Das heißt, hier links sehen Sie die Impfung mit Influenza bei einer Kontrollgruppe und bei Athleten. Und hier eine Kontrollmessung. Das heißt, das war eine spezifische Antwort auf den Impfstoff. Und Sie sehen, dass hier rechts eine Woche, zwei Wochen und sechs Monate nachher Athleten eine bessere Response gezeigt haben. Das heißt, der Mythos, Athleten haben ihr Immunsystem so weit runtergefahren, dass die auch keine Impfungen machen sollten, ist überhaupt nicht tragbar. Schaut man sich die Impfnebenwirkungen an, bei den Kontrollen und den Athleten, so sind ja keine Unterschiede signifikant, das heißt in der Intensität der Schmerzen und der Dauer der Schmerzen. Auch hier bitte noch einmal beachten, Athleten sind sehr sensibel, die haben sehr gutes Körpergefühl. Das heißt, dass hier so dieser Trend ist, dass die etwas höheren Schmerz angegeben haben, beziehungsweise etwas länger dauernden Schmerz an der Einstichstelle, lässt sich sehr, sehr gut damit erklären, dass sie natürlich auch den Einstich, den Arm zum Beispiel sehr viel bewegen müssen, natürlich dementsprechend das Ganze bewusster ist. Die zweite Frage, die sich immer stellt, wenn denn so ein Athlet jetzt akut trainiert hat, wann sollte er denn dann zur Impfung kommen? Das heißt, kann er sich nur impfen in einer trainingsfreien Phase oder kann er sich auch während des Trainings impfen? Und wir haben hier die Impfung durchgeführt, einmal innerhalb von zwei Stunden nach einem Training und mit 24 Stunden Vorlaufzeit, also nach einem trainingsfreien Tag. Und es haben sich hier keinerlei Unterschiede ergeben. Das heißt, auch Athleten, die regelmäßig hochintensiv trainieren, können ihre Impfung ganz normal durchführen, zumindest für die Influenza-Infektion. Schaut man sich das an, gibt es dort in den Nebenwirkungen größere Unterschiede? Sieht so ein bisschen aus, es ist alles nicht signifikant. Auch hier der lokale Schmerz an der Stichstelle wird es ein bisschen höher bei denjenigen, die direkt trainiert haben. Aber das war nicht signifikant und auch bei den anderen Sachen, systemischen Symptomen, finden sich keinerlei Unterschiede. Das heißt, auch hier würden wir die Empfehlung ganz normal geben, für die Influenza-Impfung bei Sportlern, unabhängig vom Training zu impfen. Hier nochmal eine Top 10 von Empfehlungen. Vermeiden Sie kranke Menschen, besonders im Herbst und Winter. Sorgen Sie für gute Handhygiene und angemessene Impfung. Vermeiden Sie Selbstansteckung, indem Sie Augen, Nase und Mund berühren. Trainieren Sie nicht mit Symptomen unterhalb des Halses. Managen Sie alle Formen von Stress, einschließlich physischer und psychosozialer Komponenten. Steigern Sie die Trainingsbelastungen schrittweise. Ersetzen Sie lange Trainingseinheiten durch mehrere kurze Einheiten, wenn möglich und sinnvoll. Planen Sie regelmäßige Erholungs- und Anpassungswochen. Streben Sie mindestens 7 Stunden Schlaf an und ernähren Sie sich ausgewogen und vermeiden Sie chronische Energiedefizite außerhalb von gezielten Gewichtsabnahmen. Gut, dann hätte ich nochmal den Übergang, glaube ich, jetzt zum Corona-spezifischen Teil. Da habe ich ein bisschen überzogen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Es bringt den Leuten ja auch einfach mehr Wissen mit. Also ich hoffe, es sehen weitere Teilnehmer das ähnlich so. Weiterhin sind wir stabil, was die Teilnehmeranzahl angeht. Also es scheint auf jeden Fall weiter spannend zu sein. Ich möchte zwei Fragen noch unterbringen, bevor wir dann in die Talkrunde reingehen, mit dem Markus Waniek auch. Aber damit ich die Fragen nicht verliere oder vergesse, Rebecca Emmerich, wahrscheinlich müssen wir gerade gucken hier.
Rebecca Emmerich, ja, stellt die Frage noch, weil du zum Thema Eiweißbedarf und veganer Ernährung gesprochen hast. Und du hast die Putenbrust als Vergleich genommen oder als Hinweis, so 100 Gramm Putenbrust reichen schon. Ist so da eine Menge, die man bei veganer Ernährung oder was man bei veganer Ernährung da einsetzen könnte, was das dann an Menge ist oder welches Lebensmittel das sein könnte? Also von der Menge her tut sich da gar nicht mal sowas. Was wir halt wissen, dass die natürlich die tierischen Eiweiße schon relativ gut dementsprechend, was wir als Menschen im Stoffwechsel brauchen. Das heißt, so ein Ei wird immer sozusagen als der 100% Goldstandard gesehen. Dementsprechend gibt es natürlich leichte Unterschiede. Das heißt, einige Eiweiß von diesen Aminosäuren, da gibt es ja 20 verschiedene, die sind ein bisschen mehr vertreten in dem einen Fleisch als in dem anderen und natürlich auch in nicht pflanzlichen, in pflanzlichen Proteinen ein bisschen anders vertreten. Das heißt, auch da, wenn man als Veganer ausreichend Variation hat, das heißt nicht nur sozusagen immer nur das eine, nicht nur Sojaprotein zu sich nimmt, sondern eine Varietät an diversen pflanzlichen Proteinen, auch da kommt man ganz gut klar, das so abzudecken. Ja, also es ist jetzt kein einzelnes pflanzliches Protein, was man sozusagen jetzt empfehlen würde, sondern es geht immer darum, diverse Quellen sozusagen zu nutzen und damit fährt man immer am besten. Und eine zweite Frage von Aaron Wunder. Hier sehen wir auch wieder, dass unsere Angebote über die Grenzen vom Sportbund Rheinland hin interessant sind. Er kommt vom SC Fortuna Bonn. Die Frage lautet von ihm, kann man eine Mononukleose-Infektion verhindern bzw. den Verlauf beeinflussen? Diese tritt ja doch bei einigen Leistungssportlern auf. Vielleicht erklärst du ganz kurz, was eine Mononukleose-Infektion ist. Das hilft sicherlich dem einen oder anderen noch zusätzlich. Genau, das ist eine Erkrankung mit einem, wir nennen es Epstein-Barr-Virus. Es ist normalerweise so, dass diese Mononukleose eine sehr, sehr hohe Durchseuchung hat. Das heißt, Kinder infizieren sich damit relativ symptomfrei und wie gesagt, der Überträger ist Speichel. Das heißt, bei den Geburtstagspartys, die ersten Kusswettspiele und so weiter, Wahrheit oder Pflicht, tun da ihr Gutes, sodass die meisten Kinder eigentlich hier schon immun sind. Wie gesagt, in wohlbehüteten Fällen kommt es zwar schon dazu, dass man das im höheren Alter erst bekommt. Dementsprechend der Name Studentenkusskrankheit. Dann sind die Verläufe schon mal durchaus heftiger. Letzten Endes ist es Halsschmerzen, vergrößerte Mandeln und typischerweise vergrößerte Lymphknoten im hinteren Teil des Nackens. Das Problem dabei ist einfach, dass es zu einer deutlichen Vergrößerung der Leber und vor allem der Milz kommt. Und dementsprechend besteht da ein erhöhtes Milzrupturrisiko, vor allem bei Kontaktsportarten. Dementsprechend ist dann die empfohlene Pause deutlich länger für Kontaktsportarten oder zum Beispiel einen Radfahrer als jemanden, der nicht Dart spielt. Ja. Dementsprechend sind die Empfehlungen so, dass man so bis 3-4 Wochen, das ist normalerweise dann, wenn die Milz sich wieder auf normales Niveau zurückzieht, dass man erst dann auch wieder anfangen kann, wenn man sich denn so fühlt. Problem ist das bei der Infektion Mononukleose, durchaus extrem lange Verläufe vorkommen können mit diesem Müdigkeitssyndrom. Das heißt, diese Müdigkeit kann sich manchmal wirklich verdauern und fast chronifizieren. Und das ist natürlich dann auch bei Sportlern ein Riesenproblem. Hier hilft dann einfach wirklich nur sozusagen langsam, belastungsabhängig, wie man es gut verträgt, wieder langsam ins Training einzusteigen. Präventiv kann man einfach nicht viel machen. Ne? Also Virus küssen sie keinen, können sie nie angesteckt werden. Schwierig. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt in der Corona-Zeit schon eine ganze Menge gelernt. Und wenn man sich die Sachen so anguckt, wenn man dann überlegt, mir persönlich geht es auch so, ich bin jetzt seit einem Jahr eigentlich nicht mehr erkältet gewesen, was ich sonst nie hatte, dadurch, dass ich viel auf Pendlerstrecken in der Bahn unterwegs war. Aber es wird natürlich nicht so bleiben, weil man ja wieder entsprechend in die Bahn geht oder zu Massenveranstaltungen geht, sei es im Sport oder in der Kultur, ist ja irgendwo
dann nicht zu vermeiden, dass man so große Menschenansammlungen trifft und entsprechend irgendwie infiziert wird mit irgendwelchen Viren. Okay, dann würde ich sagen, das war dein zweiter Block. Oder sage ich nicht, sondern frag dich, das war dein zweiter Block? Ja, weiter. Sehr gut. Der Rest ist ja kürzer, aber wir haben ja noch unseren Gast. Genau, jetzt würde ich nämlich dich, Andreas, bitten, das Teilen des Bildschirms kurz auszusetzen. Markus Waniek dazu rufen in unsere dann Dreierrunde. Hallo und guten Abend, Markus. Du hörst uns? Jawohl, ich höre euch. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Schönen guten Abend nochmal an alle in die Runde. Wunderbar. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sind wir ja in unserer Dreierrunde, um das jetzt ein bisschen aufzulockern, noch ein bisschen Abwechslung in einen interessanten wissenschaftlichen Vortrag reinzubringen. Eine kleine Runde mit auf der einen Seite dem Sportmediziner und auf dem anderen Seite dem Freizeitsportler, der ja leider Corona infiziert war, beziehungsweise wie es dir mit der Infektion ging. Das wollen wir uns jetzt ein bisschen gemeinsam oder von dir erfahren, beziehungsweise dann auch mit dem Austausch mit Andreas entsprechend nochmal drauf eingehen, was denn der Mediziner dazu sagt, was man hätte vielleicht früher anders machen können oder was man vielleicht jetzt beachten muss, so nach der Infektion. Vorab an dich schon mal vielen, vielen Dank, dass du dazu bereit bist, auch öffentlich in einer so großen Runde über die Erkrankung zu sprechen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben uns im Vorfeld da überlegt, das könnte spannend sein, aber wie kommt man denn dann quasi an jemanden ran, der da auch berichten will oder auch erzählen will, wie es einem ging. Also vielen Dank an der Stelle an dich und vielen Dank, Andreas, dass du den Kontakt zu Markus hergestellt hast. Ich glaube, aus den nächsten Minuten lernen wir nochmal eine ganze Menge und vielleicht ist ja der eine oder andere in der Runde dabei, der entsprechend Ähnliches durchmachen musste oder in seinem bekannten Verwandtenkreis jemanden hat, von dem er dann schon sowas gehört hat oder auch aus deinen Erfahrungen dann weiter berichten kann, was du jetzt anders machst vielleicht als vorher. Starten wir einfach mal kurz rein, Markus, um den Zuschauern und Teilnehmern so ein bisschen den Freizeitsportler Markus Waniek näher zu bringen. Beschreib dich doch mal ganz kurz, deine sportliche Herkunft und dein Sportverhalten vor der Corona-Infektion. Ganz kurz. Genau, das mache ich gerne. Also Markus Waniek, bin ja schon vorgestellt worden vom Dominik, bin bald 50 Jahre alt und von der Sporthistorie her habe ich Sport studiert und bin auch weiterhin sportlich aktiv. Vor der Corona-Infektion habe ich regelmäßig eigentlich, ja, ich sag mal fast, wenn es gut gelaufen ist, 5 bis 6 Mal pro Woche trainiert, jetzt nicht unter Leistungsaspekten, sondern unter gesundheits- und fitnessorientierten Aspekten. Und das war 2 bis 3 Mal pro Woche Krafttraining und auch 2 bis 3 Mal pro Woche Ausdauertraining. Man muss dazu sagen, also ich bin selber auch noch aktiv gewesen vor meiner Infektion und hoffe, dass ich es auch wieder werde im Fitnessbereich. Ich bin da Kurstrainer gewesen, habe da einmal die Woche auch eine Stunde angeleitet. Genau, und daneben habe ich eben auch mein eigenes Training absolviert. Und so von der Zielgröße, wenn ich das gerade noch hinterher schieben darf, wenn wir schon bei dem Aspekt auch der Gesundheit sind, es gibt ja die Bewegungsempfehlungen, die gesundheitsförderlichen der Weltgesundheitsorganisation, auch für Deutschland gibt es die. Und das ist eigentlich so mein Ziel, das zu erreichen, um mich eben gesund zu halten. Jünger werde ich ja nicht mehr. Also das so zum Hintergrund, genau. Wenn du weiterhin jung aussiehst, wie du das ganz das ist das Licht und die Kamera. Deswegen habe ich einen weiteren Hintergrund gewählt. Ich hoffe. Genau. Im Vorgespräch hast du davon gesprochen, dass du am 17.10., um so ein bisschen in diese Historie ab der Corona-Infektion reinzukommen, ab dem 17.10. Erkältungssymptome verspürt hast. Corona war bis dahin sicherlich ein Teil deines Lebens, Abstand, Hygienemaßnahmen, so wie wir das alle bis dahin kannten. Aber wie liefen dann die Tage nach den ersten Symptomen ab, dem Test und den folgenden Wochen? Also es kam ja nicht so von jetzt auf gleich, ich habe bestimmt Corona, ich lasse mich mal testen. Also wie hast du dich gefühlt, was konntest du dann machen und was eben nicht mehr?
Genau, also zunächst war es eine große Überraschung. Ich hätte da nicht mit gerechnet, weil ich schon ordentlich darauf geachtet habe, wie wahrscheinlich alle anderen auch, dass das nicht passiert. Dann ist es doch passiert und das hat sich zunächst mal überhaupt nicht greifbar geäußert. Also ich hatte ganz normale, sage ich mal, Erkältungssymptome oder wie sich bei mir ein normaler Infekt der oberen Atemwege ankündigt. Also überhaupt keine Indizien, dass das jetzt Corona sein könnte. Und es war mehr so ein Bauchgefühl oder ich sag mal, vielleicht auch die Vorsicht gegenüber den anderen, dass ich da einmal mehr gesagt habe, ich lasse mich jetzt einfach testen. In Corona-Zeiten, in Nicht-Corona-Zeiten hätte ich das natürlich nicht gemacht. Wäre ich wahrscheinlich auch zum Sport gegangen. An dem Tag habe ich das nicht gemacht und habe dann am nächsten Tag gleich bei meinem Hausarzt angerufen und habe mich da auch gleich testen lassen können. Und zur großen Überraschung gab es am nächsten Tag dann morgens, ich lag noch im Bett, den Anruf und das positive Testergebnis. Da war ich natürlich erstmal baff, aber hatte bis dahin jetzt auch noch keine weiteren Symptome. Die stellten sich dann erst eigentlich im Laufe des Tages ab dem Nachmittag ein, wo mein Hausarzt auch meinte, ich soll doch mal Temperatur messen. Und in der Tat war die dann auch auf fast 38 bereits erhöht. Und dann ging das so im Laufe des Abends los mit Frösteln, Muskelschmerzen, Augenbrennen. Dann ging es mir eigentlich die nächsten vier Tage, soweit ganz gut. Und dann änderte sich das aber doch nochmal schlagartig, ungefähr 5-6 Tage später nachts, in dem dann eben Atemprobleme hinzugekommen sind und nach Abstimmung mit meinem Hausarzt, er mich prophylaktisch eben dann auch mehr empfohlen hat, dass ich mal in die Klinik zu weiteren Abklärungen und Untersuchungen gehe, weil er den Verdacht hatte, dass da was auf die Lunge geschlagen sein könnte. Das habe ich dann auch gemacht und genauso war es auch. Also es hat sich dann eine leichte Lungenentzündung in der Computertomographie herausgestellt. Dann haben uns die Ärzte im Krankenhaus, also mich, meine Partnerin hat das auch betroffen, dort behalten, 2-3 Tage zur Beobachtung, rein prophylaktisch, um eben zu schauen, ob sich das die Symptomatik nicht verschlechtert. Also es wurde dann Fieber gemessen regelmäßig und der Sauerstoffgehalt im Blut, das war zum Glück stabil. Das Einzige, was sich dann verändert hat bei mir, war, dass das dann von der Symptomatik nochmal einen anderen Verlauf genommen hat, dass das Fieber dann nochmal angestiegen ist, ungefähr. So 38,8 war das dann und das ist dann auf dem Niveau auch in etwa 10 Tage geblieben, wobei wir dann Gott sei Dank aus dem Krankenhaus auch nach 3 Tagen wieder entlassen wurden, weil sie gesagt haben, also sie schätzen unseren Zustand soweit stabil ein. Genau, und dann in der Folge war ich krank zu Hause, das war jetzt nicht besonders schön von der Symptomatik her, ich war auch ziemlich schlapp, hatte wie gesagt noch längere Zeit Fieber. Und insgesamt hat das Ganze in der Akutphase, sage ich mal, 3,5 Wochen dann gedauert, die ich zu Hause war. Genau, und dann ist ja jetzt vor allen Dingen wieder das Sportliche interessant. Also rein vom Körperlichen her habe ich mich doch um einige Jahre zurückversetzt gefühlt. Also mir fiel körperliche Anstrengung sehr schwer. Und auch in der Folge, ich bin dann mit Spazierengehen quasi körperlich wieder eingestiegen erstmal und habe dann insgesamt 6 Wochen Sportpause machen müssen. Habe dann eine Nachuntersuchung bei meinem Hausarzt durchgeführt. Der hat Blutwerte sich angeguckt, der hat eine Ruhe-EKG gemacht und eine Lungenfunktion. Das war alles gut, unauffällig, zum Glück. Und dann haben wir gemeinsam vereinbart, dass ich noch eine Woche warten soll, um wieder langsam mit dem Sport einzusteigen. Und der langsame Einstieg war dann Ende November und der sah so aus, dass ich also ein ganz leichtes Krafttraining zu Hause gemacht habe. Ich habe entsprechendes Equipment, aber das war wirklich sehr, sehr leicht. Also verglichen mit meinen normalen Möglichkeiten lag das doch auf einem, ja, ich würde mal sagen, jemand, der vielleicht 30 Jahre keinen Sport gemacht hatte, wieder einsteigt Niveau. So stelle ich es mir zumindest persönlich vor. Und in der Folge, das habe ich dann ganz gut vertragen. Die Woche später bin ich dann im Ausdauertraining auch zu Hause auf dem Rad. Ich habe zu Hause ein Indoor-Cycling-Rad eingestiegen. Mit einem 30 Minuten habe ich mal mehr zum Ziel gesetzt. Ganz leicht, leichte Belastung. Also das waren so 1 Watt pro Kilogramm Körpergewicht, 100 Watt
oder 80 Watt waren es bei 80 Kilo genauso in dem, um den Dreh. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Das Einzige, was anders war, ist, dass eben die Herzfrequenz doch deutlich höher war, als ich das normal jetzt gewohnt war. Ja, und als das dann auch ganz gut funktioniert hat, habe ich das gesteigert in der Folge im Dezember bis in den Januar über 8 Wochen. Habe dann 2-mal pro Woche wieder zu Hause Krafttraining gemacht, in, sage ich mal, moderater Form und eben Ausdauertraining. Und dann urplötzlich habe ich gemerkt, dass es wieder rückwärts geht. Also ich hatte dann einen Moment, wo ich nachts wieder angefangen habe zu schwitzen, habe Schwierigkeiten gehabt, auch mit der Regeneration, und hatte teilweise auch erhöhte Ruheherzfrequenzen aus dem Nichts plötzlich. Ja, und wo ich dann doch mir gedacht habe, naja, also ob das so stimmt, ich würde der Sache gerne noch mal ein bisschen näher medizinisch auf den Grund gehen, und habe dann eben Hilfe gesucht bei dem Dr. Fenhorst. Da habe ich dann auch wirklich sehr schnell einen Termin bekommen, worüber ich sehr dankbar war. Und dann haben wir dort eine Untersuchung gemacht, und da kann vielleicht der Dr. Fenhorst dann auch noch mal was zu sagen, was die beinhaltet hat. Vielleicht ganz kurz noch an Andreas vorweg reingeschoben. Aus den Ausführungen, die er Markus jetzt gegeben hat, kann man daraus, er hat ja gesagt, er ist wieder eingestiegen mit Gewichten, die eher so nach dem Motto, einer, der 30 Jahre keinen Sport gemacht hat, den genutzt hat. Kann man davon ausgehen, dass bei weniger sportlich aktiven Leuten, als der Markus einer ist oder war, diese Effekte noch negativer gewesen wären, also dass man noch viel geringer, also wahrscheinlich noch nicht mal einmal um den Block spazieren gehen, angefangen hätte? Genau, also es ist in der Tat so, dass selbst das Treppensteigen einfach zu einer unüberwindbaren Hürde werden kann, wenn man entsprechend noch weniger Fitnessniveau vorher hatte. Ne? Die individuelle Response, also wie jeder Einzelne darauf reagiert, ist natürlich, die Bandbreite ist massiv. Ne? Es gibt Leute, die merken wenig bis gar nichts, andere sind komplett runter. Ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern, ist jetzt spekulativ. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch noch keine umfangreichen Studien zu. Ja. Markus hat auch schon erzählt, wie es nach seinem sportlichen Wiedereinstieg weiterging, welche Symptome blieben, beziehungsweise welche dann auch wieder zurückkamen. Du hast vom Schwitzen erzählt, Markus, und von dem erhöhten Puls wieder. Dann ist aber euch im Institut vorstellig geworden, Andreas, und wurde bei euch auf, wie man so schön sagt, auf Herz und Nieren gecheckt. Aber was habt ihr genau gemacht, beziehungsweise was habt ihr festgestellt? Oder dritter Ansatz, wo lagen die Herausforderungen bei einem Freizeitsportler? In dem Sinne ist beim Freizeitsportler jetzt keine anderen Herausforderungen als bei den Leistungssportlern oder Olympiastützpunktathleten, die wir hier haben. Generell ist es natürlich so, dass Corona natürlich durch die Andockstelle sozusagen jede Zelle infizieren kann oder viele Organe direkt infizieren kann, also Lunge, Niere, Leber, Herz. Das macht natürlich das Risiko ein bisschen größer als zum Beispiel bei Influenza oder den anderen Rhinoviren oder anderen Infektionen. Dementsprechend ist natürlich auch schon ein bisschen die Bandbreite ein bisschen größer an Untersuchungen, die wir machen. Prinzipiell war das jetzt bei ihm so, er war ja symptomatisch, er war auch im Krankenhaus, wenn auch nur kurz. Und klar war ja schon auch, dass er eine diagnostizierte Lungenentzündung hatte. Und das prädisponiert ihn oder unterscheidet ihn zumindest von den Sportlern, die wir hier gesehen haben bis jetzt. Das heißt, wir haben unsere Sportler sind alle im Rahmen einer Studie von allen Olympiastützpunkten zusammen, indem wir uns genau das Risiko oder die langfristigen Folgen von Corona-Infektionen bei den Sportlern anschauen. Bis dato war das bei unserem Stützpunkt zumindest so, dass die meisten wirklich leichte Symptome hatten, wenn überhaupt, die dann nach 3-4 Tagen auch wieder weg waren. Bis spätestens nach 4-5 Tagen leichte grippeähnliche Symptome. Keiner musste ins Krankenhaus. Da war Markus schon einen Schritt weiter mit seiner Lungenentzündung. Auch wenn er dann relativ schnell wieder raus war. Und dementsprechend haben wir uns natürlich schon ein bisschen im Detail halt Sachen angeschaut. Das heißt, Ruhe-EKG, eine Blutuntersuchung brauchte man nicht machen, die ist vom Hausarzt gemacht worden. Wir haben Belastungs-EKG gemacht, das heißt, wir haben auch ein Echokardiogramm gemacht, dass man einfach schaut, gibt es dort Hinweise auf Herzmuskelentzündung und
wie gesagt, das Belastungs-EKG war sehr, sehr gut, also keine Rhythmusstörung und so weiter. Dementsprechend haben wir dann jetzt auf ein Langzeit-EKG und so weiter verzichtet und auch das Echo und die Ruhe- und Belastungs-EKG hat uns keine Hinweise irgendwie auf eine Myokarditis gegeben. Deswegen haben wir jetzt da auch kein MRT und so weiter gemacht. Das entspricht dann halt auch den letzten Richtlinien. Da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. In dem Sinne, Ergebnisse waren alle unauffällig. Also Lungenfunktionsuntersuchungen haben wir natürlich auch noch gemacht. Und die waren erstmal soweit alle so unauffällig. Denn der große Nachteil, den Markus natürlich mitgebracht hatte, war, dass wir ihn ja vorher nicht kannten. Das ist der große Vorteil bei den Athleten, die wir haben, die halt jährlich zur Hauptuntersuchung kommen müssen. Dementsprechend haben wir da Vorbefunde und können natürlich dann besser beurteilen, gibt es dort einen Leistungsabfall, gibt es dort irgendwelche Hinweise auf etwas, dass das nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Und das hatten wir nicht. Wir hatten natürlich schon im Verlauf, war ein bisschen länger, als wir das so erwarten würden. Das heißt, wenn man diese 6 Wochen Pause, dann ist die Daumenregel ungefähr 6 Wochen, bis man sich wieder wohlfühlt und im Training wieder einsteigen kann, beziehungsweise dann sollte man da sein, wo man vor der Pause war. Diese Daumenregel fällt halt viel bei Markus weg und die scheint so zu sein, dass es bei Corona-infizierten Athleten auch etwas länger dauert als normal. Und die Symptome, da können wir vielleicht gleich nochmal auf das Slide von dem postviralen Fatigue-Syndrom kommen, passen sehr, sehr gut mit dem überein, was Markus beschrieben hat, auch jetzt noch sozusagen im längeren Verlauf hinten dran. Das heißt, immer wenn man sich so ein bisschen gut fühlt und sagt, jetzt kann ich doch mal wieder ein bisschen mehr machen, schlägt es einen wieder zurück und auf einmal treten wieder so grippeähnliche Symptome auf. Und das scheint bei Corona ein bisschen ausgeprägter zu sein oder beziehungsweise ein bisschen häufiger vorzukommen. Markus, hast du dich damit gleich schon im Vorfeld, als du wusstest, okay, ist Corona, damit auseinandergesetzt, dass du wusstest, okay, die Sportpause wird ein bisschen länger sein oder sollte ein bisschen länger sein? Oder hat es dir, so kenne ich zumindest von mir, wenn ich irgendwie eine Erkältung habe, dass es mir doch relativ schnell in den Füßen und den Fingern juckt, dass man da irgendwie was machen will? Hast du dich gleich damit auseinandergesetzt und gesagt, ja, jetzt mache ich tatsächlich länger Pause und ich diszipliniere mich? Oder sagst du im Nachhinein, okay, die Pause, die du dir genommen hast, war zu kurz? Also aufgrund des Krankheitsverlaufs jetzt für mich selber und auch so, wie ich mich gefühlt habe und auch von der körperlichen Verfassung her gefühlt habe, stand jetzt diese ganze Zeit für mich eigentlich gar nicht zur Disposition, dass ich jetzt mit dem Sport wieder schnellstmöglich einsteigen will, sondern da war erstmal die Unsicherheit, um zu gucken, dass man überhaupt erstmal auf ein Niveau kommt, wo man sagt, jetzt ist im Alltag nochmal alles so, wie es annähernd vorher war. Also grundsätzlich, auch wenn es tagsüber ganz gut war, hat sich das oftmals dann eben auch abends oder nachts erst gezeigt, wie die Beanspruchung tatsächlich und die Belastung, die man so im Alltag eben hatte, wie der Körper darauf reagiert. Ich habe da nochmal heute ein bisschen drüber nachgedacht und das war doch lange Zeit so deshalb. Und die Nachuntersuchung, die mein Arzt festgesetzt hat, mein Hausarzt, das war eigentlich terminlich dann ganz gut. Ich war da in enger Abstimmung immer mit ihm, sodass diese 6 Wochen Sportpause sowohl von ihm so ein Empfehlungsfenster war, weil er mich seit 20 Jahren als Patient kennt, als auch ich selber vom subjektiven Empfinden auch nicht das Bedürfnis hatte, überhaupt vorher wieder einzusteigen. Und ich bin da sehr vorsichtig gewesen. Ich kenne meinen Körper ja auch ganz gut, um mich dem Ganzen wieder langsam anzunähern. Genau. Ja, ich habe gerade parallel eine Nachricht noch im Chat erhalten, wo auch jemand hier aus unserer Runde über symptomlose Corona-Infektionen berichtet. Komme ich gleich am Ende nochmal drauf zurück. Frage an Andreas noch. Markus hatte erzählt, wie er mit dem Sport wieder eingestiegen ist und viele unserer, ja, Übungsleiter, die im Sportbund oder in den Vereinen aktiv sind, sind ja im Breitensport aktiv. Sollten die Übungsleiter wissen, wenn einer aus ihrer Reihe Corona infiziert war, also jetzt nicht mehr infektiös ist natürlich, aber wenn er die Krankheit hinter sich hat, so wie bei einer Herzsportgruppe, dass man da speziell drauf eingeht? Oder ist das nicht so wichtig und nicht die sportliche Betätigung eines Corona-Patienten, ehemaligen, muss nicht so kontrolliert werden wie bei einem Herzpatienten? Thema sollte schon initial einmal abgeklärt werden und man sollte anfänglich vielleicht nochmal ein Auge drauf haben.
Wie gesagt, es kann durchaus auch mal sein, da gibt es auch Fälle, wo einfach die Infektion selbst relativ harmlos abgelaufen ist oder nahezu asymptomatisch und dass sich dann nachher trotzdem noch diese Müdigkeit eingestellt hat. Das heißt, das Läufer dann trotzdem nach 3 bis 6 Wochen oder teilweise auch Monaten noch gesagt haben, irgendwie, ich komme nicht mehr auf meine vorherige Leistung ran. Und sie bleiben so bei diesen 80% hängen, die sich durch das Training, durch die Trainingspause initial erstmal erklären ließen und kommen dann aber nicht mehr auf den grünen Zweig. Und dann sollte man eventuell doch nochmal weitere Abklärungen machen. Also Empfehlung von deiner Seite in der Sportgruppe, die man trainiert, auch mal das Thema ansprechen und sagen, dass man sich gerne natürlich auch vertraulich, man muss das ja nicht in der großen Runde machen, aber an den Trainer, an den Übungsleiter wendet. Ich kenne es von mir, wenn ich als Trainer aktiv bin, wenn dann Frauen in der Runde auf mich zukommen und sagen, ich bin schwanger, ich trainiere jetzt nicht mehr voll und ganz, sodass sie entsprechend nicht die hohen Anforderungen bekommen, sondern ich da an der Stelle das Training ein bisschen modifiziere. Also das sollte man aus deiner Stelle bei Corona entsprechend auch darauf eingehen. Natürlich ein Idealfall und vertrauensabhängig. Ne? Also zwingen kann man es nicht. Generell ist es natürlich so, dass man einfach schon darauf achten sollte, dass der Verlauf durchaus mal länger dauern kann. Das ist einfach so. Ja. Okay. Die Frage kommt von Michael Cicic, der hatten wir eben schon mal in der Runde und er hat eben auch symptomlose Infektionen, hat keine abnormalen Beobachtungen im Ergometer und im Belastungsecho. Und er fragt, ob da die Veränderung der Herzfrequenz, die 10 bis 50 Schläge zu hoch ist, 10 bis 50, das klingt erstaunlich viel, dass das eine virusbedingte Veränderung des Sinusknoten sein könnte und welche Empfehlungen sich für ein sinnhaftes Ausdauertraining empfehlen. Hast du da was zu sagen, Andreas? Letzten Endes kann es natürlich, wenn es zu Herzmuskelentzündungen kommt, natürlich auch zu Veränderungen der Reizleitung kommen. Das ist generell prinzipiell möglich. Dementsprechend, wenn man nach längerem Trainingswiedereinstieg die Herzfrequenz sich nicht anpasst, ist es vielleicht eventuell nochmal sinnvoll, eine Abklärung zu machen, wo auch zum Beispiel ein Echo mit dabei ist. Wenn man, je nach Alter ist das so oder so ganz sinnvoll, dass man regelmäßig mal schaut, um einfach da sozusagen die Kolibris nicht zu verpassen. Ansonsten ist es natürlich schon so, dass so eine erhöhte Herzfrequenz nach einem Infekt erstmal ganz normal ist. Und 10,50 sicherlich nicht. Bei 10 Schläge, dass es erstmal ein bisschen dauert, bis man wieder diese Form findet. Wie gesagt, diese Daumenregel 1:1 von Trainingspause zu wieder Belastbarkeit, sage ich mal, die Krankheitsphase zu verdoppeln, sollte man vielleicht kann man sicherlich 1,5 oder 2 Mal machen bei Corona, wie es schon. Das heißt, so ganz nervös sollte man nicht werden. Oftmals, wenn man sich dann mal gut fühlt, würde ich das erstmal nicht so kritisch beurteilen. Ja, die allermeisten von uns sind ja nicht in dem Bereich unterwegs, dass sie Geld mit dem Sport verdienen müssen und können sich entsprechend auch eine längere Pause dann auch gönnen. Aber Markus, du hast ja Oktober angegeben als Startpunkt, 17. Oktober. Das ist jetzt schon eine enorme Zeit vergangen. Wie hat sich deine Gesundheit jetzt quasi nach diesem Rückfall verbessert oder entwickelt? Ja, das ist eine gute Frage. Da gebe ich auch gerne darauf Antwort, weil ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt jetzt für die Übungsleiter vielleicht auch perspektivisch. Also nach der Untersuchung, die Anfang Februar war, das hat mir sehr geholfen. Also zum einen gibt es natürlich eine Sicherheit, dass man weiß, okay, auch im Bereich des Herzmuskels oder in anderen Bereichen, das ist jetzt in Ordnung. Da schleppt man nicht vielleicht irgendwas Unerkanntes mit sich rum. Außerdem haben wir auch eine Laktatdiagnostik gemacht. Das heißt also parallel zum Belastungs-EKG eben auch dann geschaut, wie es mit der Leistungsfähigkeit aussieht. Und das hat mir natürlich für die Trainingssteuerung jetzt einiges gebracht. Und ich muss sagen, dass ich es jetzt doch nochmal deutlich moderater angehen lasse, weil ich bessere Orientierungspunkte nochmal habe aufgrund der objektiven Leistungsfeststellung. Wo ich mein Training jetzt nochmal ein bisschen besser anpassen konnte. Und das ist auch wirklich so. Also wenn ich etwas mehr mache, dann sage ich mal,
meldet sich mein Körper relativ schnell und zeigt mir, dass es wohl doch zu viel war, anders als jetzt vor der Infektion, und dass ich noch mehr jetzt, sage ich mal, bedachter die Trainingssteuerung einfach betreiben muss, was die Intensitäten anbelangt und die Umfänge. Also auch all das, was der Dr. Fenhorst eben eigentlich in dem Vortrag schon immer wieder in den Zusammenfassungen auch herausgestellt hat, das bewahrheitet sich in dieser Situation ganz, ganz deutlich. Also ich bin jetzt seit dem Anfang Februar wieder im regelmäßigen Training, also zweimal Ausdauer, zweimal Kraft, aber von der Intensität her mache ich es noch moderater oder dosierter, achte mehr auch, ich habe immer noch verlängerte Regenerationszeiten und da muss ich einfach noch mehr auf den Körper hören und versuche das eben auch ergänzend durch Schlafhygiene, durch Ernährung, was ich aber auch schon vorher versucht und gemacht habe, aber jetzt wohl anscheinend noch mehr darauf achten muss, aber besonders auf die Belastungssteuerung, was Intensität und Umfang anbelangt. Und ich denke, das ist auch für Übungsleiter ein ganz wichtiger Faktor generell, aber jetzt auch in so einer Situation diesen Weg sicherlich auch dann Betroffenen vielleicht zu empfehlen mit der medizinischen Abklärung und darüber hinaus vielleicht auch mal zu gucken in einem sportmedizinischen Bereich, um dann eben den Wiedereinstieg in den Sport gut und sicher zu finden. Ja, du hast von der Leistungsdiagnostik gesprochen. War das deine erste Leistungsdiagnostik? Nein, die war es nicht. Also obwohl die Daten in der Sportmedizin nicht mehr vorliegen, aber ich habe in dem Sportwissenschaftlichen Institut in Saarbrücken auch selber studiert. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass während meines Studiums eine Belastungsuntersuchung in einem Seminar gemacht habe und ich meine mich erinnern zu können, dass die Leistungsdaten da noch ähnlich waren. Also um es mal positiv zu formulieren, mein Hobby-Leistungsniveau konnte ich über die letzten Jahre hinweg durch mein Training recht gut stabilisieren. Okay. Andreas, vielleicht eine Sache, jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit oder vielleicht auch nicht den Willen, gleich in ein sportmedizinisches Institut zu fahren, ob jetzt nach Saarbrücken oder anderswo. Kannst du eine Empfehlung geben, was Übungsleiter in ihrer Fitnesstruppe, in ihrer Breitensportgruppe an Diagnostiken machen können, um ähnliche Werte zu bekommen, die sie dann auch regelmäßig wiederholen, damit man sieht, okay, hat sich die Leistung verbessert? Gibt es da irgendwas ganz Einfaches? Früher in der Schule hat man ja den Cooper-Test gemacht, aber der ist ja, weiß man ja an vielen Stellen, auch eher ein taktisches Rennen als tatsächlich irgendwie ein Maximaltest. Genau, ist natürlich so, man muss den Test natürlich kennen, damit er reproduzierbar wird, damit man dann Entscheidungen besser fällen kann, ob das ein relevanter Abfall oder Anstieg war in der Leistung. Generell sind diese Tests aber nicht verkehrt. Also ob man jetzt nach Strecke läuft, nach Zeit oder nach Watt auf dem Fahrradergometer, das kann man sicherlich individuell alles sehr gut machen. Wichtiger anstatt einer Leistungsdiagnostik, das würden wir jetzt primär auch bei einer gesundheitlichen Abklärung nicht standardmäßig machen, ist das einfach die Frage, ob die Leistungsdiagnostik da wirklich was bringt, weil letzten Endes das Wichtigste ist, dass die Person einfach wieder mit Freude zum Sport zurückkommt. Und Markus hat das ganz gut beschrieben, er hat in dem Sinne nichts falsch gemacht, sondern er hat angefangen, hat sich immer relativ gut gefühlt und hat dann gecheckt, okay, ist das ein normales Belastungs- und Erholungsverhalten? Und das ging halt schrittweise erstmal gut, dementsprechend hat er schrittweise auch erhöht. Und ich denke mal, das ist auch der richtige Vorgehensweise. Und man sollte dann einfach schauen, wenn man merkt, irgendwann kommt dieser Breaking Point, ich komme nicht mehr dahin, wo ich will, ich bin jetzt wirklich bei den 80% jetzt und nicht bei den 100, wie ich es gerne hätte, dann sollte man ab diesem Zeitpunkt wirklich den als Nullpunkt nehmen und einfach versuchen, sich von da zu verbessern. Und das sollte man durchaus auch mit subjektiven Parametern machen. Das heißt, wie hoch ist mein Anstrengungsempfinden? Macht mir der ganze Sache noch Spaß oder nicht? Das heißt, wenn ich anfange zu quälen für eine Intensität, die vorher Freude gemacht hat, dann ist das sicherlich ein Punkt, an dem man einfach reduzieren sollte. Und dementsprechend sollte man das aus dieser gesundheitlichen und subjektiven Perspektive durchaus sehen. Also den Mehrgewinn von objektiven Tests im Breitensport nach einer Infektion würde ich jetzt primär hinten anstellen, um wirklich nach subjektivem Wohlbefinden zu trainieren. Wir Menschen sind von der Evolution her ganz gut gebaut, dass wir das eigentlich ganz gut bewerten und auch steuern können. Also gar nicht mal der Cooper-Test oder irgendwie der Maximaltest, den man irgendwie mal macht. Wenn man die Möglichkeiten hat, gerne.
Wenn es vorher schon implementiert war im Fitnessstudio und man hat jetzt die Möglichkeit, den gleichen Test, den man ja vorher sehr gut kennt und sich mal durchgeführt hat, sozusagen als Vergleichswert zu nehmen, bitte, bitte, überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, bei dem Fußballer ist dann halt schon irgendwann mal schwer zu bewerten. Wenn ich den Elfer reinmache, ist wieder alles gut. Wenn ich daneben schieße, bin ich noch krank. Das heißt, es ist einfach schwierig, in diesen komplexeren Sportarten da objektive Werte zu haben. Und wie gesagt, Markus hatte jetzt auch keine aktuellen Vergleichswerte, sodass man sich dann ein bisschen schwer tut, da wirklich sinnvolle Informationen rauszubekommen. Für den Wiedereinstieg, denke ich mal, ist das subjektive Belastungsempfinden erstmal wegführend. Okay, vielen Dank. Ich will so ein bisschen zum Ende unserer kleinen Talkrunde kommen. Markus, was wünschst du dir für die Zukunft? Dass ich mich nicht nochmal infiziere und auf jeden Fall mich impfen lassen kann. Also das steht fest, das brauche ich nicht nochmal. Okay, und sportlich gesehen erwartest du, dass es jetzt relativ zügig, weil du dich jetzt moderat dran hältst, wieder bergauf geht? Oder erwartest du, dass es tatsächlich dich noch ein bisschen länger beschäftigt? Gar nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich eigentlich optimistisch. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es jetzt so vom Energielevel, das merkt man ja auch, was Andreas auch schon mal angesprochen hat, morgens, wenn man dann aufsteht, dass das schon jetzt nochmal auch ein bisschen anders ist. Also, dass sich irgendwas jetzt nochmal vielleicht verändert hat. Und ich bin da zuversichtlich. Also, ich habe im Moment die Regelmäßigkeit drin, seit dem Zeitpunkt Anfang Februar bis jetzt. Und das gibt mir insgesamt ein ganz gutes Gefühl. Und ich denke, das geht jetzt weiter und hoffe, dass es jetzt auch weiter bergauf geht. Also, der Leistungsgedanke steht jetzt, sage ich mal, nicht oben an. Aber die Regelmäßigkeit und eben auch, dass ich habe da ja auch Spaß dran. Ich mach's ja auch, weil es mir Spaß macht. Das ist da. Ja, okay. Drücken wir dir auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass es jetzt besser wird und es keinen weiteren Rückschlag irgendwie gibt und auf keinen Fall eine zweite Infektion natürlich kommt. Bei dem Impfzeitpunkt müssen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen warten, zumindest wenn man in der entsprechenden Altersgruppe unterwegs ist. Aber das sieht ja so aus, dass es bald kommen kann. Andreas, vielleicht eine Übergangsfrage auch in deinen letzten Blog. Und dann möchte ich mich an der Stelle schon bei Markus bedanken, dass du in der Runde zur Verfügung standst, den kurzen Einblick gegeben hast. Und wie wir aus dem Chat ja erfahren haben, bist du nicht der Einzige, der irgendwie betroffen war. Es hilft, glaube ich, dem einen oder anderen Übungsleiter tatsächlich auch noch ein bisschen genauer darauf einzugehen. Andreas, die Erfahrungen von Markus zeigen, dass er Corona, dass man das tatsächlich nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Auch wenn es nur leicht oder milde Symptome sind. Der Teilnehmer hier in der Runde hat ja auch davon berichtet von 40, 50 Schläge höherer Puls, den er jetzt hat, im Ruhepulsbereich als vorher. Wie sieht denn der optimale Weg zurück ins sportliche Leben nach einer Corona-Infektion aus? Gut, Thema, da komme ich gleich mal ganz kurz drauf mit einem Slide, wie die aktuellen Empfehlungen sind. Und wann sich welche Untersuchung halt empfiehlt und wann nicht. Also, wunderbar, dann war das die perfekte Übergangsfrage. Dann vielen Dank an der Stelle. Markus, vielleicht, weiß nicht, ob du komplett bis zum Schluss dabei bleibst? Ja, denke schon. Dann würde ich dich einfach bitten, am Schluss dich nochmal kurz mit einzuschalten. Mache ich gerne. Wunderbar, dann prima. Vielen Dank an der Stelle an euch beide. Und Andreas, du darfst gerne wieder deinen Bildschirm teilen und den letzten Block einsetzen. So, dann erstmal ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die noch da sind. Ich will jetzt auch relativ zügig zum Schluss kommen. Das heißt, es handelt sich hier nicht mehr um einen Block, den ich abhandeln werde. Da möchte ich Sie so lange auch nicht mehr quälen. So, ich möchte noch einmal ganz kurz zurück auf einen Slide. Die Symptome des postviralen Müdigkeitssyndroms, das heißt aktivitätsbedingte Müdigkeit, körperlich und geistig, intermittierendes und wiederkehrendes Aufflammen viraler Symptome. Das vorherige Leistungsniveau kann nicht beibehalten werden. Nicht erholsamer Schlaf, kognitive Probleme und orthostatische Unverträglichkeiten. Einige dieser Symptome sind durchaus hier bei Markus auch beschrieben worden. Und ich empfehle einfach nochmal, sich das nochmal anzuschauen. Das ist durchaus nicht ungewöhnlich, generell nach
viralen Infektionen. Und dann entsprechend sollte man vielleicht darauf achten, dass man sich mit dem Wiedereinstieg ins Training entsprechend Zeit nimmt und das halt belastungs- oder abhängig vom subjektiven Belastungsempfindungen macht. Hier nochmal ganz kurz ein Slide, und zwar zu den Symptomen einer akuten Covid-19-Infektion. Da sehen Sie, ist relativ weit verbreitet von Muskelschmerzen, Durchfall, Appetitmangel, diese klassische Geschmacksverlust, Geruchsverlust, aber natürlich Müdigkeit, Dyspnoe, Husten, die auftreten. Also ein sehr, sehr breites Bild. Und wenn man sich das mal anschaut bei Patienten im Verlauf, das heißt, das ist hier nach 45 Tagen, also knapp anderthalb Monaten, dann ist Fatigue, die Müdigkeit stecht da immer noch raus. Auch Luftnot ist noch da. Das sind so diese klassische Verteilung. Das heißt, während die meisten Symptome relativ gut und schnell wieder abklingen, ist es so, dass diese doch immer nachhängen. Und das sollte man jetzt nicht unbedingt noch als aktive Infektion bewerten, sondern wirklich im Rahmen dieses postviralen Müdigkeitssyndroms. Normalerweise klingen diese auch relativ beschwerdefrei wieder ab, aber in seltenen Fällen können die chronifizieren. Was dann wirklich ob es dazu genetische Prädisposition bedarf, ist da relativ wenig bekannt. Was auch ganz gut passt, ist mal hier eine Studie, relativ aktuell von Militärrekruten. Das heißt, hier die maximale aerobische Kapazität. Einmal diejenigen, die keine Leitinfektion hatten, diejenigen, die asymptomatisch waren und diejenigen, die wirklich Symptome gezeigt haben. Und da sieht man schon, dass es hierdurch bei den symptomatisch Infizierten durchaus zu einem signifikanten Leistungsabfall nach knapp 60 Tagen immer noch nachweisbar ist. Das heißt, es scheint doch einen längeren Leistungsknick geben zu können. Bezüglich der Herzmuskelentzündung, das ist natürlich immer ein kritischer Punkt für uns. Auch hier Wettkampfathleten, die sich von einer Coronavirus-Infektion erholen, wovon 26 in einer Studie eingeschlossen wurden. Hierbei haben 12 Symptome gezeigt und insgesamt gab es 4 Verdachtsfälle auf Herzmuskelentzündung, wovon 2 asymptomatisch waren. Das heißt, asymptomatisch oder symptomatisch gibt uns nicht wirklich einen Hinweis darauf, ob es wirklich zu Herzmuskelentzündung kommen kann. Das heißt, selbst bei asymptomatischen Leuten, die wirklich einen Leistungsknick und Krankheitsgefühl weiter haben und kardiale Symptome, empfiehlt sich durchaus auch eine weiterführende Abklärung. Wie machen wir das gerade? Wie gesagt, ich habe von einer Studie gesprochen, die multizentrisch ist. Das heißt, diverse OSP-Stützpunkte schauen sich das an, weil natürlich die Anzahl von infizierten Leistungssportlern relativ gering ist. Dementsprechend machen wir das nicht nur deutschlandweit mit vielen Olympiastützpunkten, um die genügenden Fallzahlen zu bekommen. Wir schauen uns dann entsprechend natürlich im Vergleich zu dem an, was wir schon wissen von diesen Athleten, die wir meistens von den jährlichen Untersuchungen kennen. Machen dann die ähnlichen Untersuchungen wie mit Markus. Wir machen natürlich auch noch ein paar zusätzliche Blutabnahmen, die aber nicht unbedingt jetzt aktuell für die Wiederaufnahme des Trainings notwendig sind. Das heißt, hier schauen wir uns auch an die Untersuchung, also Lungenfunktion, Blutbild, Urbelastungs-EKG, Echokardiografie werden standardmäßig gemacht. Und weiterführende Maßnahmen halt auch entsprechend des Symptombildes. Wie gesagt, bei uns im Institut sind bisher keine schwerwiegenden Fälle aufgetreten, sodass wir da weitere Maßnahmen bis jetzt noch nicht einleiten müssen. Diejenigen, die uns ein bisschen voraus sind, auch ganz, ganz schlimme Tabelle, ich will da auch gar nicht groß drauf eingehen, ist eine Studie, die relativ viele Fußballspieler erwischt hat, die Covid hatten. Und die dann natürlich diese mit Covid-19-negativen Spielern vergleichen konnte. Die waren relativ früh dran. Das heißt, was sie gefunden haben, waren vor allen Dingen respiratorische Einschränkungen, die signifikant waren im Vergleich zu den Vorbefunden und eine erhöhte Ruhepulsfrequenz. So, das waren die einzigen Unterschiede, die man gefunden hat.
die Sache dabei ist, wenn das so einzeln auftritt, ist natürlich die Spirometrie und die Belastung, eingeschränkte Belastung, oftmals auch auf die reine Pause zurückzuführen. Also auch hier ist halt die Vermutung, dass es sich durch die Quarantäne und die Krankheit und den Trainingsauffall hier um einen Deconditioning-Effekt, also einen Mangel, einen Leistungsverlust durch mangelndes Training halt handelt. Inwieweit sich das jetzt dann im langfristigen Lauf bei diesen Spielern verändert hat und wie schnell die zurückgekommen sind, wissen wir jetzt hier nicht. Aber zwischen den positiven der Leistungsverlust scheint nicht irgendwie mit organischen oder physiologischen Veränderungen eindeutig einherzugehen, außer denen, die sich durch halt entsprechend geringere Leistungsfähigkeit und Deconditioning erklären lassen. Das heißt, die Frage, die sich dargestellt hat, wie viel Untersuchung ist nötig und notwendig? Und da gibt es jetzt, das ist aber ein letztes Slide, dann ist auch, kommen wir auch zum Schluss, die Empfehlungen zum Return to Play nach einer Infektion. Das heißt, sie sind gestaffelt nach keinen Symptomen, einem positiven Covid-Test ohne Symptome, milden Symptomen, die noch zu Hause sozusagen behandelt, mit der Quarantäne behandelt werden, Moderate Symptoms, also leichte Symptome, die eine Hospitalisierung erfordern. Darunter fällt auch der Markus, der das dann beschrieben hat. Und dann natürlich die schweren Fälle mit künstlicher Beatmung, ohne künstlicher Beatmung. Und dementsprechend leiten sich dann verschiedene empfohlene Tests ab. Das heißt, bei denjenigen, die gar keine Symptome oder Evidenz haben, macht man bei den Athleten also mögliche Kontakte, wird man halt eine generelle Anamnese machen, aber keine größeren Untersuchungen. Während man dann zum Beispiel bei Markus in Gruppe 4 schon auf die komplette Untersuchung durchführt mit körperlicher Untersuchung und Anamnese, auch die vollständige Durchführung der Quarantäne sowie eine extra 2 Wochen Sportpause empfiehlt, was er ja auch gemacht hat. An Untersuchungen ergibt sich dann zum Beispiel bei Markus genau das Ruhe-EKG empfohlen und dann halt weitere Tests, die dann halt primär klinisch abhängig sind. Das heißt, zwangsweise, was wir gemacht haben, diese Abklärung, ist das schon sehr ausführlich gewesen, was halt das Echo angeht, das Belastungs-EKG anhält und die Untersuchungen sind vom Hausarzt untersucht worden. Eine kardiologisches MRT sehen wir jetzt bei Markus halt nicht indiziert. Ansonsten gibt es halt noch zum Beispiel dann auch die Spirometrie, die Blutgasanalyse, die Spiroergometrie, die wir bei Markus halt auch nicht durchgeführt haben, weil wir diese nicht für sinnvoll halten, weil wir dementsprechend keine Vorbefunde hatten auch keine wirklichen Hinweise auf Gasaustauschstörungen hatten. Ansonsten ist natürlich das Röntgen und CT-Röntgen gemacht worden im Krankenhaus. Wie gesagt, hier können Sie sich dann je nach Fallsituation auch einmal durcharbeiten, was da für die jeweilige Symptomatik momentan empfohlen ist. Gut, dann würde ich das dann hier auch zum Ende kommen wollen. Vielen Dank, Andreas. Der letzte Block war ja gar kein Block mehr an der Stelle, sondern tatsächlich nur noch wenige Folien. Hat aber, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was ja auch Markus bzw. du auch eben in der Runde schon mal in unserem kleinen Talk-Break gemacht haben, wiedergespiegelt hat, wie man da jetzt einsteigen soll. Gibt es noch Fragen der Teilnehmer? Es klickt schon ganz viel, vielen Dank und sehr informativ, sehr interessant auf. Das geben wir gerne an dich weiter, Andreas, und natürlich auch an den Markus. Ansonsten würde ich bitten, wenn jetzt keine Frage mehr aufploppt, den Markus einfach nochmal dazu zu schalten, Andreas, du darfst gerne nochmal dein Video schon mal ausmachen, nicht dein Video ausmachen, sondern dein Bildschirm nicht mehr teilen. Das ist nämlich euch alle drei ganz groß. Den Matthias würde ich auch ganz kurz nochmal dazu holen. Wunderbar, und da ganz kurz in die Runde. Matthias, willst du zum,
zum Abschluss, bevor ich in die Abmoderation reingehe, weil keine weiteren Fragen aufploppen, noch was in die Runde geben? Ja, ich will wahrscheinlich das Gleiche sagen wie du, ne? Herzlichen Dank, Andreas und Markus, für den wirklich tollen und interessanten Abend. Und die Nachfragen haben ja gezeigt, dass das Thema sehr gut angekommen ist. Und da finde ich es auch gar nicht schlimm, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben. Die Zeit haben wir uns für die Fragen zwischendurch auch gerne genommen. Also danke euch beiden. Ich denke, im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sagst du, sagt's Matthias? Ja, du hältst es zwar an die Kamera, aber zu unserem Dank, da steckt natürlich noch was dahinter. Das ist nämlich ein wunderbares Sportbund Rheinland-Handtuch, was der Dominik da in die Kamera hält. Und genau das werden wir euch noch zukommen lassen. Weil ich glaube, im Vorgespräch, Markus, hatten wir irgendwie schon vereinbart, dass du das bei uns abholst. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber wir haben ja gelernt, dass das Duschen nach dem Sport gar nicht so abwegig ist. Und da kann euch dann dieses Handtuch immer an diesen wunderschönen Abend heute erinnern. Ja, super, tolle Sache, mache ich gerne. Ich nehme euch beim Wort. Ich freue mich auf deinen Besuch. Wir hatten schon bei mehreren Referenten oder Talk-Gästen jetzt die Sache, die angesagt haben, wir kommen es lieber abholen, schickt es mir nicht zu, wir kommen lieber nach Koblenz und besuchen euch. Also herzlich willkommen, vielen Dank an Matthias, dich nochmal kurz, dass du jetzt dich nochmal mit eingeschaltet hast und ein paar Rückmeldungen gegeben hast. Vielen Dank, Andreas, dass du dabei warst. Markus, auch dir nochmal vielen Dank. Gerne. An alle Teilnehmer natürlich auch. Besten Dank. Über 70 Teilnehmer spricht auch dafür, dass wir ein interessantes Thema ausgewählt haben. Weitere interessante Themen zum Thema Sport und Bildung findet ihr in unserem Newsletter, den wir auf der Homepage verlinkt haben und den ich jetzt ganz kurz hier auch nochmal in den Chat reinstelle. Also da haben wir extra ein Newsletter zum Thema Sportbildung. Und damit alle sportlich bleiben und auch gesund bleiben, haben wir Anfang Februar unser Projekt Sportverein at Home ins Leben gerufen, bei dem Online-Sport für alle Sportvereinsmitglieder im Rheinland durchgeführt werden kann. Es wird gestaltet von vielen Vereinen aus dem Sportbund Rheinland, die das quasi kostenlos an alle, ich möchte es fast sagen, 600.000 Mitglieder in den Sportvereinen im Rheinland weitergeben. Also nutzt dieses Angebot gerne und werde Teil von Sportverein at Home. An alle rheinländischen Vereine gilt das. Die Kollegen, die jetzt aus Bonn oder aus anderen Regionen zugeschaltet werden, ihr müsstet euch dann natürlich gerne bei einem rheinländischen Verein als Mitglied anmelden. Ja, wunderbar. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Mir bleibt nur zu sagen, Ihnen und euch allen einen schönen Abend.